Bis gleich. So, genau hier wollte ich euch das zeigen. Wir sind jetzt fast ganz oben. Guckt euch das an. Ja, was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Stell dir vor, ich würde jetzt anfangen zu chanten. Christus Anesti. Gelobt sei der Herr, ne? Ich dachte, du machst Sport. Was los, außer Puste? Geh du mal. Von hier runter. Hier entlang und noch weiter hinten. Ich bin erst seit 5 Minuten los. Ja, Kyrieleison, ja, gelobt sei der Herr. Wunderschön. So, wir gehen jetzt weiter rauf. Ich komme dann wieder hier runter gleich. Sofort. So schön. Schauen, das wunderbar, ne? Ja, wunderschön. Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. So. Ne? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ne? Damit besteht das Gericht, dass das Licht Jesus in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse, ne? Das ist die Kirche, Leute. Wunderschön. Muss ich echt sagen. Auch wenn ich nicht katholisch bin. Wunderschön. Ab geht's. Ich habe immer die schlechte Angewohnheit, wenn ich in einer Kirche alleine bin, dass ich dann singe. Und wenn ich singe, dann hört man mir Echo, so zum Beispiel. Christus Anesti Negro. Und wenn ich das singe, höre ich mein Echo. Und dann klingt das, als wäre ich ein Sänger. Aber ohne den Echo klinge ich wie ein verrückter Kurde, der unter der Dusche irgendwas vor sich gibt. So, jetzt sind wir ganz oben. Ist gut. Steht hier. Ah, hier ist der Vers verdeckt. Okay. So, wir gehen jetzt Richtung Kirche, meine Lieben. Leute, guckt euch das, wie alt das ist, Leute. Ich zeige euch was.
Das ist der Ritterorden, Leute. Kennt ihr Ritterorden? Kennt ihr den Ritterorden von der katholischen Kirche? Kreuzritter? Kennt ihr die Kreuzritter? Guckt euch das an. Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Und dann steht auf Lateinisch was. Das ist der Ritterorden zum Heiligen Grab zu Jerusalem. Gehen wir da rein? Let's go. So, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, ein Gott. Gelobt sei der Herr, wunderschön. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was euch der Herr gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag wird der Herr auferstehen. Lukas 24. Der Herr ist auferstanden. Das ist ein Andenken zum Heiligen Grab in Jerusalem. Hier sehen wir auf jeden Fall Lichter. Und hier sehen wir wunderschöne Kruzifixe und Kreuze zum Gedenken des Heiligen Grabes in Jerusalem. Gänsehaut, Leute. Gänsehaut. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Der Herr ist auferstanden, ne? Und hier ist warm, Leute, hier ist warm, hier könnte ich die ganze Zeit bleiben, hier kann ich mich aufwärmen. Hier ist so eine schöne Präsenz vom Heiligen Geist, Halleluja. Ich fühle mich hier so unter dem Heiligen Geist, Leute, hier ist so eine krasse Präsenz. Hier ist wirklich eine schöne Präsenz auf jeden Fall. Hier fühle ich mich sehr geborgen, muss ich ehrlich sagen. Ich fühle mich sehr, sehr gut in diesem Raum. Hier wurde viel gebetet. Hier wurde sehr, sehr viel gebetet. Ein sehr gesegneter Ort hier. So, meine Lieben. Jetzt geht's weiter. Wunderschön. Dass es wirklich Christen gibt, die so etwas Götzendienst nennen, verstehe ich nicht. Diese sogenannten, selbsternannten, wiedergeborenen Christen, die alles hier als Götzendienst abstempeln würden, das sind keine lebendigen Christen, meine lieben Geschwister. Lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht täuschen. An der Liebe wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Prüft es, meine Lieben, ob sie Liebe haben, ob sie den Bruder lieben oder verurteilen, ob sie das Heil absprechen oder ob sie segnen. Leute, lasst euch nicht verarschen von irgendwelchen TikTok-Christen und irgendwelchen selbsternannten Wiedergeborenen, die die apostolische Kirche verurteilen oder sonst was. Also lasst euch nicht täuschen, meine Lieben, sondern prüft alles und das Gute behaltet. Das ist niemals Götzendienst. Sie verstehen nicht einmal das Dogma der Kirche und sie verstehen auf jeden Fall nicht einmal die Lehren, die durch die Kirche gegeben worden ist, ne? Naja, betet für sie, da kann man nichts mehr machen. Betet. Leute, guckt euch das hier an jetzt. Thank you.
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Schön, oder? Weiter geht's. Was sind das für Götzen? Ah, Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wer das Götzen nennt, der hat ja keine Ahnung vom wahren christlichen Sein und von dem Dogma und von dem Ganzen. Das sind wirklich, ihr seid von TikTok reingewaschen worden. Ihr seid von TikTok, von dem ganzen Müll, von den ganzen falschen Leuten reingewaschen worden, auf jeden Fall, meine Lieben. Wirklich. Unglaublich. Wer sowas nennt, der hat keine Ahnung. Ich als freier Christ verstehe das Dogma. Ich als freier Christ verstehe Ikonen. Ich als freier Christ verstehe das. Aber ihr beschäftigt euch nicht einmal mit der apostolischen Kirche oder mit sonst irgendwas. So, meine Lieben, wir gehen auch hier rein. So, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Oh, hier ist wunderschön warm. Willst du das auch beleidigen, dieses Bild? Ihr TikTok-Christen, das ist wunderschönes Gemälde. Seid ihr diejenigen, die sowas verurteilen? Schämt euch ein bisschen. Also jetzt bin ich raus, sorry, das geht ja gar nicht. Auf Wiedersehen, ich wünsche dir Gottes Segen und bleib in deiner Verzweiflung als TikTok-Christ, der Gehirn gewaschen ist von den Mainstream-Christen. Ich wünsche dir aber Gottes Segen. Beschäftige dich mit der apostolischen Kirche, beschäftige dich mit dem Dogma und dann reden wir weiter. Aber solange du dich täuschen lässt von TikTok und vom Internet, dann kannst du gerne ein Online-Christ weiterbleiben. Ich habe aufgehört, nur ein Online-Christ zu sein, sondern mich auf der Suche gemacht, dass ihr solche Menschen, die so friedvoll ausschauen, solche Schwestern, Nonnen, diese ganzen Gebäude hier, dass ihr das alles verflucht und als Götzendienst abstempelt, da sieht man, dass die Liebe Gottes nicht in so einen Menschen ist, der das alles verurteilt. Das kann ich ganz klar sagen. So war ich damals selber auf jeden Fall. Ich war damals als Online-Christ genau wie ihr, alles verurteilt, ohne eine Ahnung zu haben. Alles dahingeschmissen und alles schlecht geredet. Aber als ich selber geguckt habe und mich beschäftigt habe, so hat man halt Metanoia, den Sinneswandel gemacht. Ne? Du machst es wunderbar, ne? Gottes Segen. Nee, das ist nicht in Deutschland, das ist in Österreich. Du bist der Beste mit Gottes Hilfe, Bruder. Ronald, weißt du, Ronald, wer dich beleidigt, der beleidigt den Herrn. Ich sag dir, Ronald, bei dir sehe ich eine Demütigkeit, die kann man auf jeden Fall in vielen sogenannten Christen nicht sehen, mein lieber Ronald. Bei dir hat der Herr dir sehr viel die Gabe des Heiligen Geistes der Demütigkeit gegeben. Möge Gott dich segnen, mein Lieber. Du bist sehr, sehr demütig. Nicht so wie die ganzen sogenannten, die etwas von katholischer Kirche oder orthodoxer Kirche oder angelikalischer Kirche sehen und das alles verurteilen und abstempeln. Wo ist die Liebe des Christus hin? Denkt ihr, Christus würde eine Kirche bauen und eine Kirche gründen und dann die Kirche dann zugrunde gehen lassen und damit ihr sie verurteilt?
Ist Christus ein Gott des Täuschung oder ein Gott der Liebe und der Wahrhaftigkeit? Christus würde niemals eine Kirche gründen und dann, dass ihr sogenannten Christen eine Kirche dann dementsprechend beleidigt. Meinung zu Martin Luther, der wird auf TikTok hin und wieder mal kritisiert. Dann ja, also ich würde Martin Luther auch kritisieren. Ne? Beschäftigt euch mal mit dem Leben von Martin Luther. So. Also Menschen zum Mord auf jeden Fall anstiften, Alkoholiker, hat viel getrunken, hat nicht in der Lehre des Christus gelebt und gewandelt, wo man von den Quellen auch heraussieht. Also ich möchte auch nicht dann verurteilen, aber ich nenne euch hier ein paar Quellen auf jeden Fall, die über Luther auch geschrieben worden ist. Frauenfeindlich, ja. Ja. So, meine Lieben, ich möchte nicht in die Kirche reingehen mit der Kamera. Ich weiß nicht, ob da mehrere Leute in dieser Kirche sind, meine Lieben. Ich möchte die Leute nicht stören beim Beten und ich möchte sie auch nicht stören, falls sie da Gottesdienst oder sonst was haben. Was glaube ich nicht, aber ich glaube, da sind Leute drin, die möchten Ruhe haben. Also gehe ich jetzt nicht mit der Kamera auf jeden Fall rein, dass ich die Leute störe. Das möchte ich auch nicht mit der Kamera jetzt hier irgendwie die Leute zu ja. Es sind leider viele Papierchristen ohne Liebe, oh Gottes Liebe, leider sehr traurig. Ja, wie gesagt, die meisten TikTok-Christen, die meisten Online-Christen, die sich selbst ernannte Wiedergeborenen nennen, aber alles andere verurteilen, was mit ihrer Sektiere nicht zusammenpasst. Meine lieben Geschwister, ich bitte euch von ganzem Herzen, hört auf, Online-Christen zu sein. Ich bitte euch vom Herzen, betet um Demütigkeit, betet um Gottes Liebe, betet, dass Christus euch leitet. Christus würde niemals 2 Milliarden Christen verurteilen, wie sie das machen, meine Lieben. Wacht auf und sucht die Liebe des Christus, wirklich. Ja. Wer sucht, der findet, ne? Der sagt das auf jeden Fall. Hier geht's runter, Leute. Einfach nur Berg runter. Richtung Stadt. Es geht immer tiefer und tiefer runter. Da möchte ich mit dem Mountainbike mal runterfahren, Leute. Wie witzig wäre das mit dem Mountainbike hier runtercruisen. Oder mit Motocross. Oder mit dem Mofa. Alan, bitte nenn nicht deinen Standort. Keine Sorge. Auch wenn ich keine Angst vor Menschen habe und der Mensch mir nichts machen kann, weil ich unter dem Schirm des Höchsten bin, Psalm 91, dennoch auf jeden Fall kenne nur meine Geschwister im Herrn, die ich auch vertraue, meinen Standort. Möge Gott eine schützende Hand über dich halten. Ja, ich bete auch zum Vater im Namen Jesus Christus, dass der Herr euch segnet und behütet und dass ihr ja, die Liebe Christus, die über allen Verstand ne, ist, dass der Herr euch Liebe schenkt. Frieden im Herzen auf jeden Fall, keine Verurteilung. Wer Verurteilung verspürt, der ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Ne. Und ich bete auch im Namen Jesus Christus für alle Muslime, für alle Menschen, Atheisten, Buddhisten, Hinduisten, dass sie ja, zur Wahrheit kommen. Ne. Jesus sagt, wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer mich verfehlt, tut seine Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, die lieben den Tod. Jesus ist das Leben und wer Jesus gefunden hat, der hat das Leben gefunden. Ne? So. Mit diesen Schuhen bin ich 1,85 Meter. So große Absätze. Wirklich. Ich bin
so viel größer mit diesen Schuhen. Ja, ich mag die. Was ist eine Sekte? Du kannst ja einfach mal googeln, ne? Sekte, Definition, und dann kannst du selber lesen. Wie gesagt, Leute, ich würde gerne mit euch in die Kirche reingehen, aber ich möchte nicht in der Kirche die Leute beim Beten stören. Und ich möchte nicht mit der Kamera irgendwie reinplatzen. Eine Frage, bitteschön. Frohe Weihnachten. Gottes Segen dir, mein Lieber. Wo bist du? Ich bin mit dem Herrn Jesus Christus am Berg. Du siehst sehr gut aus, Bruderherz, mit Jesus Christus Hilfe. Ronald, du bist auch wunderschön in das Bild Gottes hinein geschaffen worden und jeder von uns hat die Göttlichkeit in sich, den Lebensodem des Herrn. Na, jeder ist nach dem Bild Gottes geschaffen, aber nicht jeder ist ein Kind Gottes. Du wirst erst ein Kind Gottes, Johannes 1,12, wenn du auch an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubst. Und jeder, der an den Sohn Gottes glaubt, auf jeden Fall, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm, sagt Johannes. Der Mensch auf jeden Fall wird so lange leiden und keinen Frieden finden, bis er wieder mit durch den Heiligen Geist im Einklang mit seinem Schöpfer kommt. Und das ist nur möglich durch den Glauben an den Sohn Gottes, der die Seele und den Menschen befreit von allem Bösen, von jedem Trauma, von jeder Depression, von jeder Sucht, von jedem Angriff, den der Feind in deiner Vergangenheit, in deiner Gegenwart und in deiner Zukunft tun wird. Du bist behütet, wenn du wirklich den Geist des Herrn in dir hast und wenn du auf jeden Fall an den Namen des Sohnes Gottes glaubst, dann hast du auch das Anrecht, ein Kind Gottes zu sein. Und jeder, der den Heiligen Geist hat, Römer 8,14, der ist ein Sohn Gottes bzw. eine Tochter Gottes. Aber ihr seid alle Söhne Gottes durch Jesus Christus, durch den neuen Bund in seinem Blut, was er für uns alle vergossen hat, auf jeden Fall. Wir sind nicht mehr unter dem Joch des Gesetzes und wir sind keine gesetzesgebundenen Menschen. Wir sind frei in Christus durch den Heiligen Geist. Und das ist auch keine Aufmunterung zu sündigen. Jeder, der wirklich geschmeckt hat vom Herrn, der weiß auf jeden Fall, dass er Gottesfurcht haben muss. Und was bedeutet Gottesfurcht? Gottesfurcht bedeutet, das Böse zu hassen und das Gerechte zu lieben, was der Vater auch über den Sohn sagt. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzeslosigkeit. Darum hat dich, Gott, Sohn, dein Gott, Vater, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst und deine Jahre nehmen kein Ende. Also der Vater sagt zum Sohn, du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzeslosigkeit. Gehörst du einer Konfession an? Also ich bin auf jeden Fall ein Christus-Nachfolger, ne? Konfessionstechnisch auf jeden Fall. Jeder, der behauptet, keine Konfession zu haben, dann sagt er, du hast keine Identität in Christus. Doch, ich habe meine Identität in Christus. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin noch 24 Jahre alt. Ich war 18 Jahre Muslim. Ich habe bis jetzt nur eine Gemeinde besucht, die ich regelmäßig damals besucht habe. Zurzeit kommt da nichts mehr. Aber ich beschäftige mich auch mit der apostolischen Kirche auf jeden Fall und möchte da auch im katholischen Bereich, habe ich mir da noch nicht genug angeschaut, zum Beispiel den Katechismus, den muss ich mir noch angucken, aber ich gucke mir das alles in Ruhe an, ne? Ich habe da noch Zeit, ich bin 24 Jahre alt, ich möchte auf jeden Fall mal die Entstehung der Kirche mir angucken und das alles und dann irgendwann einmal
Aber wie gesagt, wie der Bruder auf jeden Fall auch gesagt hat, zum Beispiel Omar von Hakika TV oder andere Freikirchler und Protestanten, die gesagt haben, selbst in der katholischen Kirche, in der orthodoxen Kirche, in der angelikalen Kirche, im Protestantismus, überall sehen wir Menschen, die Jesus als Herrn und Erlöser angenommen haben und wirklich Jesus nachfolgen. Und das sind die Kinder Gottes, die in einer Beziehung zum Herrn sind, egal aus welcher Konfession. Aber demnach auf jeden Fall gibt es dennoch auf jeden Fall die apostolische Kirche, die bis zum 15. Jahrhundert auf jeden Fall immer beisammen war, außer der Distrikt im Jahre 1054 zwischen Orthodox und Katholiken, wo die Katholiken das Anathema auf die Orthodoxen angewendet hat und das Anathema von den Katholiken auf die Orthodoxen wurde dann wieder entnommen. Und jetzt dann im 15. Jahrhundert sehen wir Martin Luther und die Reformation. Und die meisten denken aber, dass Martin Luther und das Ganze mit freikirchlichem Protestantismus und so, dass es seit 2000 Jahren gibt. Nein. Also ich muss als freier Christ auch bezeugen, ne? Die apostolische, katholische, orthodoxe Kirche, die vom Jahr 33 nach Christus bis 1500 die eine Kirche war und es gab keine andere. Im 15. Jahrhundert ist das alles so entwickelt worden, wie es zurzeit auch ist. Allah gesucht, Jesus gefunden. Und dementsprechend kann ich dir sagen, auf jeden Fall, möge der Herr Jesus sich dir offenbaren und dich retten und seinen Heiligen Geist dir schenken. Jetzt wird es langsam dunkel und kalt, kalt und dunkel. Meine Lieben, hört ihr mich? Hört ihr mich oder hört ihr mich nicht? Alles klar, meine Lieben. Ich werde gleich offline gehen. Ich wünsche euch Gottes reichlichen Segen. Der Herr segne euch und behüte euch und lasse sein Angesicht auf euch scheinen. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden im Namen des Herrn Jesus Christus. Auf jeden Fall Friede und Gnade vom Herrn. Ich bete, dass jeder Mensch und jede Seele auf dieser Erde die Möglichkeit hat, den Weg und die Wahrheit und das Leben zu finden. Und das Leben ist gefunden worden durch jeden Menschen, der die Wahrheit sucht, in Jesus Christus. Ne? Und dementsprechend auf jeden Fall wünsche ich euch Gottes Segen. Und ja, Leute. Ich bin 18, 19 Uhr, ich denke heute 19 Uhr oder 20 Uhr dann wieder live auf TikTok. Bis dahin, Gottes reichlichen Segen. Der Herr sei mit euch. Hier nochmal die Kulisse, die Aussicht. Jundula, genau du, genau Menschen wie dir wünsche ich Gottes reichlichen Segen, dass du die Liebe Gottes findest und nicht unter dem antichristlichen Geist in der Täuschung, dass Gott keinen Sohn hat, der Geist, der in dir das bezeugt, durch die Shahada einen geistlichen Vertrag mit einem dämonisierten Geist. Auf jeden Fall die Shahada, das Gefängnis für euch, weil ihr durch die Shahada nicht die Möglichkeit habt, das Leben zu finden. Und das möchte Allah nicht, erst gar nicht für euch, dass ihr das Leben findet. Ne? Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer den Sohn nicht hat, der wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf euch. Dein Allah hat noch nie sich seinen Menschen offenbart. Er offenbart sich dir nicht im Gebet. Du hörst nicht seine Stimme. Du kennst Gott nicht laut der Bibel. Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Ihr glaubt und habt den Sohn Gottes nicht in euch und den Heiligen Geist. Deshalb seid ihr nicht von seinen Schafen. Jesus sagt, meine Schafe sind kennen mich und hören meine Stimme. Ne? Ich bin ein Schaf, ich bin ein Kind Gottes. Ne, der Geist Gottes gibt Zeugnis mit eurem Geist, dass ihr Kinder Gottes seid. Und der Herr hat es durch den Geist Gottes mir schon oft gesagt, dass ich sein Kind bin. Und du kannst nur ein Kind Gottes werden, wenn du an den Sohn Gottes glaubst. Und mir interessiert nicht deine menschliche Meinung, besonders nicht, wenn du durch den antichristlichen Geist als Muslim oder Atheist mir irgendwas vorgaukeln möchtest vor dem wahren Glauben oder Allah möge dich recht leiten. Es existiert kein Gottesbild wie Allah. Es gibt nur einen Gott und eine Wahrheit und das ist Jesus Christus, den jeder Mensch auf der Welt eines Tages sehen wird und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird kennen, dass er auch der Herr ist. Und dementsprechend auf jeden Fall wünsche ich dir Gottes Segen und euch allen. Der Herr lässt sich nicht spotten, ne? Und die Kinder Gottes wissen Bescheid, dass das die Wahrheit ist. Die Kinder des Antichristen und des Ungehorsams, die hören die Wahrheit, aber ja, die machen sich lustig, ne? Aber bald wird es kein Lustig mehr sein. Bald wird die Welt erkennen, dass die Bibel alles von Anfang an prophezeit hat und auch in der Endzeit.
wünsche euch Gottes Segen. Bis später auf jeden Fall. Ich freue mich. Und macht's gut, meine Lieben. Allah ist Allmächtiger. Nein, du kennst Allah nicht, mein Lieber. Und du als Bosaner, ne? Du tust mir als Bosaner sehr, sehr leid, ne? Bosnischer Muslim. Du wurdest zwangsislamisiert. Deine Vorfahren, deine Oma, deine Opas vor dem 14. Jahrhundert auf jeden Fall, das waren alles Christen und Juden, ne? Also ihr wurdet zwangsislamisiert, so wie Albanien und auch Kosovo und Bosnien. Und ihr seid besonders von der Religion, muss man so sagen, der Schlange verführt worden, ne? Wie gesagt, eure Vorfahren waren alles Christen und dementsprechend möge der Herr euch die Augen öffnen zur Wahrheit auf jeden Fall. Ja. Erzähl mal, wie du der Papst in ein Schlangengebäude fliegst. Also ich bin jetzt nicht katholisch, ne? Ich bin ein Kind Gottes, der den Herrn Jesus nachfolgt in der Bibel. So. Und was der Papst tut und macht auf jeden Fall, das ist dem Papst überlassen. Ich bin nicht der Papst und der Papst ist auch nicht Jesus. Du musst auf die Lehre von Jesus zurückgreifen. Und wenn etwas gegen die Lehre von Jesus ist, dann kannst du deinen Mund aufmachen. Aber wenn ein Mensch etwas macht im Namen Gottes, was gegen die Bibel ist auf jeden Fall, dann hast du, wie gesagt, deine Lösung dafür. Da hast du deine Antwort. Nee, da hast du eben deine Antwort, mein Lieber. Ah, das ist auch ein bosnischer Christ auf jeden Fall. Ein bosnischer Muslim, wie der andere. Ihr tut mir so, so leid, meine lieben bosnischen Muslime und albanischen Muslime. Die albanische Flagge auf jeden Fall, die zeigt, wie viele Jahre Albanien mit den Muslimen im Krieg war. Das ist die albanische Flagge, um zu bezeugen, dass sie gegen die Muslime den Krieg zu Ende gebracht haben. Ne? Und ja. Wie gesagt, wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Wie soll ich bitte mit euch geistliche Gespräche führen, wenn ihr nicht mal den Geist der Wahrheit in euch habt, meine lieben Muslime? Es macht sowieso nichts. Ich kann euch alles erzählen von A bis Z und euch euer Buch auch entlarven und eure Sunna, die so dermaßen böse ist im Kern und in der Entstehung des Korans und wie Mohammed, wie gesagt, das ganze arabische Reich mit seinem Dschihad vernichten wollte. Ein zweiter Hitler, den ihr nachfolgt, aber noch mehr ein Pädophil und andere Sachen, die er noch getan hat. Und dementsprechend auf jeden Fall genießt noch diesen Ausblick hier, ohne diese ganzen antichristlichen Kommentare. Bis später, meine Lieben. Ich komme später online. Macht's gut. Folgt mir auf Insta, Alan Seelengewinner. Dort poste ich auch, wann ich fast immer live komme oder andere Sachen, ne? Gottes Segen, meine Lieben, meine Lieben. Ich gehe jetzt auch kurz in die Kirche. Bis später. Der Bibel geglaubt hat, der reiche Mann hat seine Augen geöffnet und war sofort in einem Ort, der brennt, ne, im Totenreich. Und wir sehen Lazarus, der seine Augen geöffnet hat und wie gesagt mit den Engeln, ne, mit seinem Schutzengel wahrscheinlich oder mit einem Seraphim, ist er in den Abrahams Schoß gekommen. Abrahams Schoß ist, wie gesagt, auch Totenreich, aber nicht ein Ort, wo man leidet, sondern da kamen die Seelen vor Christus, vor seiner Kreuzigung hin, die auf jeden Fall entschlafen waren. Und das ist der Abraham-Schoß, wo die Seelen dahin gekommen sind. Nach der Kreuzigung hat Jesus die Entschlafenen, die im Totenreich waren, die Gerechten, mit sich in den Himmel hinaufgezogen. Ne? Aber wie gesagt, nach dem Tod, wenn du nicht an den Sohn Gottes geglaubt hast und wenn du auf jeden Fall nicht die Wahrheit des Evangeliums anerkannt hast, wenn du das Zeugnis des Vaters verleugnet hast, dann wirst du auf jeden Fall in das Totenreich kommen, ins Gehenna, in Sheol, in den Hades. Und dort wirst du bleiben, von Dämonen gequält, ne, und auf jeden Fall in deiner Zelle, bis du vor dem Richterstuhl des Christus stehen wirst und Rechenschaft ablegen wirst. Und das Tod und das Totenreich werden dann endgültig in die Feuersee geworfen, Offenbarung 2014, Offenbarung 2015, und dann auf jeden Fall wird der Tod besiegt mit dem Teufel, seine Dämonen, den falschen Propheten, ganz klar Mohammed und auf jeden Fall dem Tier und dem Antichristen. Das ist Tatsache und Wahrheit. Und wenn es dir nicht gefällt, dann auf jeden Fall beschäftige dich damit. Der Shaitan lacht, du hast überhaupt keine Ahnung, dass genau der Shaitan derjenige ist, der euch täuschen lässt, dass Gott keinen Sohn hätte. Das ist die größte Propaganda des Teufels, dass ihr das Werk am Kreuz verleugnet und den Sohn Gottes verleugnet. Der Teufel lacht über euch, dass ihr das Erlösungswerk Gottes in Christus ablehnt. Ihr seid die Feinde des Kreuzes. Jeder, der ein Problem mit dem Kreuz hat, die Bibel nennt sie die Feinde des Herrn, die Feinde Gottes aus dem Alten bis zum Neuen Testament.
hab dich abonniert. Danke, Theosis, mein Lieber, für deinen Abonnent. Ich folge dir. Danke für deinen Abonnent, danke fürs Unterstützen und danke. Gott segne dich. Warum sagen so viele, dass Isa und Jesus dieselbe Person sind, so einer Christen? Also wenn wir, darf ich mal Aufklärungsarbeit über dieses Thema machen? Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Hat Jesus gesagt, dass er der Sohn Gottes ist? Absolut, in vielen Stellen der Bibel, wie Johannes 9, hat Jesus gesagt, ich bin Gottes Sohn, mein Vater ist Gott. Also jetzt, guck mal, ich schalte kurz bei der Sache die Kommentare kurz aus, weil ich möchte mich konzentrieren und nicht irgendwelche antichristlichen, dämonisierten Menschen, die durch den Geist des Antichristen hier irgendwelche Lügen erzählen, sondern Tatsachen. So. Jesus selber hat gesagt, mein Vater ist Gott. Wir finden das überall, durch alle vier Evangelien, dass Jesus ganz klar gesagt hat, dass sein Vater Gott ist. Warum haben sie Jesus gekreuzigt oder wollten ihn steinigen? Ja, warum denn? Weil er selbst Gott seinen eigenen Vater nannte und sich selbst Gott gleich macht. Wer damals gesagt hat, Gott ist mein Vater, er hat sich Gott gleich gemacht. Nicht nur, dass Jesus gesagt hat, dass der Vater, dass sein Vater Gott ist. Nein, er hat sogar bewiesen, dass sein Vater Gott ist. Nämlich die Werke, die er tut im Namen des Vaters, die bezeugen, dass er genau das ist, was er behauptet zu sagen. Und nicht nur das, sondern er hat durch die Auferstehung, kein Mensch auf dieser Erde, der je gelebt hat, kann sich auferstehen lassen. Jesus sagte, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich diesen Tempel, nämlich den Körper, aufbauen. Und durch die Auferstehung Jesu Christi, als er die Dämonen entmachtet hat und den Teufel entmachtet hat, hat er bewiesen, dass er der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Und Thomas hat das gesehen in Johannes 20, 28, ging auf seine Knie und sprach zu Jesus, mein Herr und mein Gott. So, wenn Mohammed gesagt hätte, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben, dann würde ich den Muslimen sagen, geht zu eurem Mohammed. Wenn Mohammed gesagt hätte, ich bin Gott, wer mich gesehen hat, der hat Gott den Vater gesehen, dann würde ich zu den Muslimen sagen, geht zu eurem Mohammed, glaubt an ihn, der gibt euch ewiges Leben. Mohammed sagt aber in Sure 46, Vers 9, ich weiß nicht, was mit meiner Seele passiert, wenn ich sterbe. Aber die Bibel sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben, von A bis Z, von Matthäus bis zu Johannes, von Johannes von Römer, von Römer bis Offenbarung. Johannes sagt, ich habe das euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich weiß, dass ich ewiges Leben habe, nicht durch meine Werke, nicht weil ich wie euch Heuchler und Scharlatane 5-mal am Tag Richtung einen Stein bete oder Hatsch mache. Ihr könnt glauben, dass ihr einen Götzenstein umrundet, um eure Sünden zu vergeben, aber ihr könnt nicht glauben, dass Gott der Vater den Sohn in die Welt gesandt hat und durch das Werk am Kreuz deine und meine Sünden vergeben hat. Was ist denn das für eine Heuchelei hier? So, die Tatsache ist, dass Jesus gesagt hat, dass er Gott ist, sein Vater Gott ist, er der Sohn des lebendigen Gottes ist. So, Isa ist irgendein Scharlatan aus deinem Koran, der nur ein Nebih ist, ein Nebih, ein Rasul, so, und er ein Diener Allah sei und er irgendwie auf jeden Fall nicht gekreuzigt wurde, sondern er sah nur so aus. Und dazu auf jeden Fall, er wäre nicht der Sohn Gottes. So die Bibel sagt, der Teufel bekennt genau das, was ihr im Islam bekennt. Das bekennt auch der Teufel, was ihr da bekennt, meine lieben Muslime. In Matthäus 16, 23 hat Petrus verwehrt, dass Jesus gekreuzigt wird. Und Jesus sagt zu Petrus, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Jesus hat aber nicht die Person vom heiligen Petrus hier auf jeden Fall gerichtet, sondern er hat den Teufel dahinter gerichtet. Das bedeutet, der Teufel hat ein Problem mit dem Kreuz, weil der Teufel durch das Werk am Kreuz von Jesus Christus gerichtet worden ist. So, Allah hat ein großes Problem mit dem Kreuz. Nicht nur, dass Allah ein großes Problem mit dem Kreuz hat, er hat sogar ein Problem mit dem Sohn Gottes. Ja, was gibt uns ewiges Leben laut der Bibel? Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Und wer glaubt, dass Jesus Christus Gott manifestiert im Fleisch, für unsere Sünden am Kreuz gestorben und auferstanden ist, der hat ewiges Leben. Genau die Bestandteile der wichtigsten Aspekte des christlichen Glaubens für das ewige Leben leugnet der Islam, leugnet dein Allah. Nicht nur dazu, dass Allah das alles leugnet, er leugnet sogar, dass er Vater ist und er leugnet, dass er einen Sohn hat. Und das sagt die Bibel in 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 22 bis 23. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der Teufel, der den Vater und den Sohn leugnet.
Dein Allah ist laut der Bibel der Widersacher der Teufel, der leugnet, dass er Vater ist, der leugnet, dass er einen Sohn hat. Qullu wallahu ahad. Sure al-Ikhlas. Das ist Blasphemie, weil Gott sagt auf jeden Fall im Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also Jahwe hat einen Sohn. Sein Sohn ist nicht nach menschlicher Weise erschaffen, wie dein ach so Lieblings-Allah in deinem Koran sagt. Der Koran, Allah und auch selbst Mohammed dachte irgendwie, dass die Christen glauben, dass irgendwie Geschlechtsverkehr entstanden ist und Jesus dadurch entstanden ist. Aber wir glauben auf jeden Fall, dass wir einen allmächtigen Vater haben und aus dem allmächtigen Vater haben wir seinen ewigen Sohn, sein ewiges Wort, wahrer Gott vom wahren Gott, Licht vom Licht, in Ewigkeit gezeugt, nicht geschaffen, vor Raum, Zeit und Materie, schon immer mit dem Vater eins gewesen, die Weisheit des Vaters, das Wort des Vaters, das ewige Leben in Person des Vaters, das eins ist mit dem Vater in Natur und im Wesen und seinen allgegenwärtigen Heiligen Geist. Und wir glauben an einen Gott, und dieser wahre Gott offenbart sich durch Vater, durch Sohn, durch Geist. So wie du selber ein Mensch bist, du einen Körper, Fleisch, Hülle und einen Geist und eine Seele hast, so ist auch Gott. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. So, und jetzt nochmal zurück. Hat Allah einen Sohn? Nein. Verleugnet das Allah, dass er Vater ist? Ja. Also genau, Allah leugnet Vater und Sohn, das ist der Antichrist, der Teufel, der den Vater und den Sohn leugnet. Das ist genau dein Allah aus deinem Koran. Ich verwende hier nur die Bibel dafür. So, die Bibel sagt uns dazu noch, dass der Geist des Antichristen, des Teufels, in seinen Kindern den Sohn Gottes verleugnet. Alle 1,8 Milliarden Muslime leugnen den Sohn Gottes. Wer ist das? Das ist der Teufel, der Antichrist, der durch seinen unerlösten Geist in euch das tut. Die Bibel sagt uns, wer bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist. Was bedeutet, Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist? Das bedeutet, dass er koexistent ist. Wie gesagt, bevor Abraham war, bin ich. Koexistenz. Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Koexistenz. Aber ihr und eure Gelehrten, die Heuchler, die durch den Geist des Antichristen euch täuschen, wie dein Islamunterricht damals in deiner Kindheit oder dein Scheich oder dein Hodja dich anlügt durch den Geist des Antichristen. Ganz klar sagen die Gelehrten, nein, Isa ist ein geschaffener Prophet. Und solange du das glaubst, dann bist du ein Pinocchio mit deiner großen Nase, die Lügen aus seinem Geist bezeugt. Ihr bezeugt die Shahada, laut der Bibel ist das auf jeden Fall das Mahlzeichen des Tieres, was ihr bezeugt. Denn durch die Shahada leugnest du Jahwe, du leugnest den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und das ist das, was Mohammed gesagt hat, meine lieben Muslime, tut genau, bezeugt die Shahada bis zum Tod. Und dann, wenn ihr das vor dem Tod aufgesagt habt, dann habt ihr euch in die ewige Verdammnis selber hineinkatapultiert. Wie gesagt, die Shahada ist das Mahlzeichen des Tieres. Ne, Jahwe ist ein eifersüchtiger Gott. Jahwe gibt seine Ehre niemandem und erst gar nicht einen Allah, der kein Vater ist und keinen Sohn hat. Ne, und dementsprechend auf jeden Fall kommt zum Herrn Jesus Christus, der gesagt hat, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Unser Gott, ne, wir glauben an einen Gott, nicht, dass wir zu ihm beten müssen und sollen, sondern wir glauben an einen Gott, der in seine Schöpfung sich offenbart hat, ne. Das ist die Liebe Gottes auf jeden Fall, die geoffenbart worden ist, dass nämlich der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Und wir haben gesehen und bezeugen, wie gesagt, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. So, das bezeugen alle Aposteln im 1. Jahrhundert, im 2. Jahrhundert, im 3. Jahrhundert, im 4. Jahrhundert, im 5. Jahrhundert. Und plötzlich im 6. Jahrhundert kommt irgendein Scharlatan, wie gesagt, dein Mohammed, der im Berg Jabal in der Höhle von Hira in Saudi-Arabien irgendeine Offenbarung durch einen Engel bekommen hat und das wahre Evangelium verleugnet. Und die Bibel sagt in Galater 1, Vers 8 ganz klar, wenn wir Menschen oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündigen als nicht das Evangelium, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Ja, wer ist hier gemeint? Natürlich Mohammed und der Engel, der ihm die Offenbarung gegeben hat, ist hier gemeint. Der verfluchte Prophet, den ihr Propheten nennt, und der verfluchte Engel Luzifer in Lichtgestalt, der euch täuscht bis heute. Ihr müsst zurückkommen zur Urquelle des Glaubens, was die Assyrer, die arabischen Christen damals geglaubt haben und selbst der Cousin von Mohammed bezeugt hat, der Christ geblieben ist und zum Christentum, glaube ich, sogar konvertiert ist, wenn ich mich nicht täusche. Kommt zur Urquelle, kommt zum Herrn, kommt zu Jahwe, kommt zur Liebe zurück. Sonst werdet ihr eines Tages vor dem Richterstuhl des Christus Rechenschaft ablegen, warum ihr blind das geglaubt habt, was ihr geglaubt habt. Ich glaube, ich habe genug gesagt, auf jeden Fall.
danke für die ganzen Geschenke und für die Unterstützungen. Ich mache das nicht für Geld, ich mache das nicht für Fame, ich mache das nicht für irgendwas. Ich mache das, damit ich meine Berufung als Evangelist auslebe hier auf der Erde. Meine Berufung ist, dass ich den Menschen die frohe Botschaft verkündige und dass Seelen gewonnen werden. Wenn jemand Geschenke schickt, dann ist das, dass Gott durch ihn arbeitet. Wenn mir jemand Geld auf PayPal schickt, um mich zu unterstützen, dann arbeitet Gott durch diese Person, die mich unterstützt. Wenn jemand mir Likes gibt, dann unterstützt er den Stream. Aber wie gesagt, die Priorität und die Intuition ist ganz klar, dass Gottes Wort gepredigt wird und dass Seelen gewonnen werden. Und darüber hinaus, was kommt für mich, das arbeitet Gott individuell in jedem Menschen. So. Hab heute jemanden in den Wolken gesehen, okay? Heiße Christus, damit du Bescheid weißt. Wunderschöner Name. Christus, das ist ein wunderschöner Name. Dein Wissen, Wahnsinn. Alle Ehre dem Herrn Bronx, Gott segne dich. Sind wir nicht alle Gottes Kinder? Nein, du bist ein Geschöpf von Gott. Das Anrecht, ein Kind Gottes zu sein, hast du durch Johannes 1,12. Jeder, der an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Anrecht, auch ein Kind Gottes zu sein. Welche Wassermarke ist das? Gasteiner, eine österreichische Marke. Wurdest du gut gezahlt, ne? Also ich habe heute in diesem Stream vielleicht 2 Euro bekommen. Glaubst du, dass ich das für 2 Euro mache? Dann kennst du mich nicht. Diese 2 Euro habe ich nicht nötig. Ich habe natürlich Unterstützung nötig als Evangelist und zurzeit in meiner schwierigen Zeit. Aber diese 2 Euro bringen das auch nicht weiter. Mein Lieber. Also wer denkt auf jeden Fall, dass ich viel besitze, der liegt falsch auf jeden Fall. Ich lebe in sehr bescheidenen Verhältnissen. Möchtest du bitte dein Zeugnis jetzt erzählen? Ich erzähle nicht mein ganzes Zeugnis wieder, weil ich habe keine Lust, wieder und wieder und wieder, jedes Mal, weil ihr mein Zeugnis nicht gehört habt, immer dasselbe zu plappern. Also ich habe vor ein paar Tagen schon mein Zeugnis erklärt. Ich kann kurz wieder ein bisschen Zeugnis geben, vielleicht 5 Minuten, aber dass ich jetzt eine Stunde wieder die Kommentare ausschalte und wieder mein Zeugnis erzähle, also auf das habe ich jetzt heute keine Lust. Aber ich kann später 5 Minuten von meiner Vergangenheit gerne erzählen. Ach, wenn... Dein Zeugnis ist heftig. Alle Ehre dem Herrn auf jeden Fall. Werden die Menschen von Gott erwählt, die den Weg zu ihm finden? Absolut. Der Herr Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zu mir und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn, es sei denn, der Vater wählt den Menschen aus. Das bedeutet, wenn Muslime sagen, Jesus ist kein Gott, dann hat der Vater ihm noch nicht geoffenbart, wer überhaupt sein Sohn ist. Wenn die Muslime sagen, ich glaube nicht an den Sohn Gottes oder Atheisten oder Buddhisten, dann hat der Vater ihnen noch nicht geoffenbart, was Jesus ist. So. Jemand, der sagt, Jesus ist Gott, der spricht aus dem Heiligen Geist, der hat Ahnung. Der Vater hat ihm die Offenbarung gegeben, wer Jesus ist. Wir erzählen nicht auf gut und lustig, weil wir lustig sind, dass Jesus Gott ist. Nein, wir erzählen das, weil durch die Heilige Schrift wir erkennen, dass Jesus Gott ist und dass er die Eigenschaften Gottes hat, des Vaters im Alten Testament, dass er genau Jahwe spiegelt aus dem Alten Testament und durch seine Liebe sogar uns die Liebe des Vaters gezeigt hat, ne? Und demnach auf jeden Fall... Der Geist Gottes bekennt, dass das Wort Gottes Jesus Fleisch wurde, dass Jesus Gott ist. Und der Geist des Antichristen, des Teufels, verleugnet, dass das Wort Gottes Fleisch wurde und dass Jesus Gott ist. Dementsprechend erkennt man die Kinder des Lichts, die Söhne Gottes und die Kinder des Ungehorsams durch das Bekenntnis, was sie glauben. Ihr bekennt die Schahada, laut der Bibel ist das euer One-Way-Ticket in die ewige Hölle, wenn ihr nicht Buße tut und das wahre Evangelium glaubt. Wir bezeugen auf jeden Fall den Vater, den Sohn und den Geist, was der Geist Gottes bekennt. Und ich nehme kein Blatt vor den Mund und ich suche nicht die Ehre des Menschen. Beleidige mich, hetze, beleidige, ist mir egal. Wenn du mich beleidigst, beleidigst du meinen Vater. Und so offenbart sich auf jeden Fall genau das, was in Matthäus geschrieben steht. Ihr werdet verfolgt und geschmäht werden. Um meines Namens willen werdet ihr beleidigt werden. Aber habt Acht, dass euch niemand verführt. Ihr seid sowieso meine Kinder, sagt uns der Herr. Also ihr werdet beleidigt und verfolgt werden, sagt der Herr. Und die Wahrheit wird gehasst werden. Hat Gott einen Anfang? Nee.
kannst du mir einen Gefallen tun? Bitteschön. Ich wurde letztens mal fertig gemacht, weil ich gesagt habe, dass Jesus Gott ist. Ja, da erkennt man auf jeden Fall, dass der Geist Gottes aus dir bekannt hat und die Geister des Antichristen dich halt beleidigt haben. Ne? Wie kann er dann Jesus sein? Was? Denkst du, Elia und Enoch werden die zwei Zeugen sein, dass sie den Tod nicht gespürt haben? Also über die zwei Zeugen, da kann man viel spekulieren. Die meisten sagen, da kommen irgendwie Elia und Henoch, wie gesagt. Die anderen sagen, Moses wird kommen und Henoch. Die anderen sagen, nein, das ist alles symbolisch gemeint. Sondern in der Endzeit werden zwei Gruppierungen sein, die 144.000 aus den 12 Stämmen Israels. Und wir Christen werden auch ein Teil der Zeugen sein. Also die ersten Zeugen sind die 144.000 Auserwählten und die zweiten Zeugen sind wir Christen, die wir Zeugnis geben. Das kann auch Sinn machen. Ne? Wie es genau kommen wird, gucken wir uns mal an. Ja, der Vater zieht uns, das stimmt, aber jeder kriegt die Chance, oder bist du Calvinist? Natürlich bekommt jeder die Chance, auf jeden Fall zu Christus zu kommen. Ich bin kein Calvinist in der Sache. Shalom Alam, wie geht's dir? Mir geht's gut, dank dem Herrn. Wäre Jesus ein Gott, würde er nicht sterben. Ja, genau, Gott kann auch nicht sterben. Darum musste Gott einen menschlichen Körper haben, um überhaupt menschlich zu sterben. Und das ist der Plan Gottes in Ewigkeit, dass der Vater den Sohn auserwählt, damit er Mensch wird und für unsere Sünden stirbt. Und den Plan hast du überhaupt keine Ahnung. Du weißt ja nicht mal den Plan Gottes. Ne? Du weißt ja nicht, dass in 1. Mose steht, er wird dir auf den Kopf treten. Würdest du das verstehen, was Gott sprach in 1. Mose im Garten Eden, er wird dir auf den Kopf treten, dann verstehst du auch, warum der Herr Gott Mensch wurde in Christus Jesus. Schwachsinn hättet ihr wohl gerne. Wie gesagt, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Meine Geschwister glauben und bekennen das, was ich glaube. Das ist der Heilige Geist, der in ihnen das bezeugt. Wenn ihr sagt, nein, das hättet ihr wohl gerne, oder Astaghfirullah, oder nein, glaube ich, was ihr sagt, dann bezeugt ihr auf jeden Fall, dass der Geist des Antichristen die Worte Gottes verabscheut und nicht akzeptieren möchte. Und so erkennt man, wie gesagt, Wahrheit und Lüge. Ganz einfach, so erkennt man Wahrheit und Lüge. Jeder, der für mich ist, sagt der Herr, der ist für mich. Wer gegen mich ist, der zerstreut. Bruder, ihre Ohren tun weh. Ja klar, er ist ein Prophet von Allah. Ja genau, du hast ja keine Ahnung über deinen Koran. Du kennst keinen Koran, du weißt nicht. Du hast ihn nicht auf Arabisch wahrscheinlich gelesen. Du verstehst nicht, dass ein Rasul ein Prophet ist und ein Nabi ein Prophet ist. Al-Messih ist ein Titel, der 11-mal im Koran erwähnt wird. Und Al-Messih ist mehr als ein Rasul. Wenn du Arabisch und den Koran verstehst, verstehst auch, dass Al-Messih, der Titel, der 11-mal erwähnt wird, mehr ist als ein Rasul, als ein Nabi Khode, Prophet des Herrn. Und Jesus ist Al-Messih. Und das musst du jetzt im Alten Testament nachschauen. Was ist Al-Messih? Wer ist Christus? Und dann erkennst du durch das Alte Testament, dass der gesalbte Christus mehr ist als ein gewöhnlicher Jesaja-Prophet, sondern dass der Christus, der Gesalbte, der Al-Messih, dass er Gott ist und dass er dann auch Mensch wurde und in Ewigkeit schon existiert. Ne? Al-Messih ist mehr als ein normaler Rasul. Allah ist der einzige Gott. Dein Allah aus deinem Koran ist nichts Jahwe. Wenn es nicht Jahwe ist, dann ist es laut der Bibel der Teufel. Hat Allah einen Sohn? Nein. Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ist Allah Vater? Nein. Gott ist Vater laut der Bibel. Ist Allah Jehovah? Nein. Wenn er nicht Jehovah aus der Bibel ist, auf jeden Fall, dann ist er der Widersacher. Jesus ist Gott. Dankeschön. Gott segne dich. Der Herr spricht aus dir. Kannst du mich Moderator machen? Du kannst mir auf Instagram schreiben, Alan Seelengewinner, wenn du Moderator sein möchtest. Ich brauche sowieso neue Moderator, weil hier viele antichristlichen Geister sind. Viele Menschen, die einfach nur da sind in einem christlichen Live. Leute, ich möchte mich wieder nicht groß aufregen, aber ich möchte wieder ganz kurz was erzählen. Ne? Letztens habe ich mich sehr, sehr groß aufgeregt. Also das ist ein christlicher Live. Ne? Ich bezeuge die Wahrheit. Ich werde von Christus beurteilt werden als ein Evangelist für die Worte, die ich spreche. Wenn es Lügen sind, auf jeden Fall züchtigt mich der Herr auf der Erde und züchtigt mich nach dem Tod noch mehr auf jeden Fall, wenn ich irgendwelche Sachen sage, die nicht stimmen. Wie Jesus gesagt hat, aber wenn ich die Wahrheit sage, wie der Herr gesagt hat in Johannes 8, wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist,
der hört die Worte Gottes, darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Wir bezeugen das Zeugnis des Vaters, ihr Muslime verleugnet das Zeugnis des Vaters. Und es ist überaus wunderschön zu sehen, was Wahrheit und was Lüge ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, der einzige Weg zum Vater. Ich bin die Wahrheit, nicht nur, dass Jesus die Wahrheit gesprochen hat, sondern er ist die Person der Wahrheit und er ist auf jeden Fall das Leben. Nicht nur das Leben in irgendeiner Weise, sondern das Leben in Person. Das bedeutet der Urheber der Schöpfung Gottes, dass Gott durch ihn die Schöpfung geschaffen hat, durch sein Wort, durch seinen Sohn. So, wer kann sagen auf jeden Fall, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden? Jesus sagt nach seiner Auferstehung, geht hin in alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und davor sagt er, mir ist von nun an gegeben die Macht über das Universum, über den Himmel und über die Erde. So hört auf, in christlicher Live zu kommen. Es ist unglaublich. Du siehst keine Buddhisten, du siehst keine Hinduisten, du siehst keine Atheisten, die jedes Mal gegen Gottes Wort sind. Du siehst die Kinder des Antichristen, die Kinder des Teufels, die gegen Gottes Wort sind. Nur Muslime kommen in mein Livestream, um gegen Gottes Wort irgendwas zu schaffen. Aber die Bibel sagt, der Geist, der in euch ist, der Heilige Geist, ist größer als der Geist, der in der Welt ist, der antichristliche Geist, der den Sohn Gottes verleugnet. Sie sind von der Welt, Juden, Muslime, Atheisten, Buddhisten, Hinduisten, sie sind von der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, der hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und Ladies und Gentlemen und meine lieben Geschwister im Herrn und meine lieben Muslime, bei ganzer Liebe und ganzem Verstand und voller Barmherzigkeit sage ich zu euch, meine lieben Muslime, ihr habt den Geist des Antichristen. Ihr bezeugt nicht das Zeugnis des Vaters. Ihr seid von dieser Welt. Ihr habt den Fürsten der Welt, der Teufel ist zum Vater, wie Jesus selber zu den Juden gesagt hat, die nicht an ihn glauben in Johannes 8,44, dass sie den Teufel zum Vater haben, wenn sie nicht glauben, dass ich es bin. Was meinte Jesus damit, dass sie glauben, dass ich es bin? Das ist das gleiche wie in 3. Mose, als Gott sprach im brennenden Dornbusch, Mose, geh zu den Israeliten und sage, ich bin, hat dich gesandt. Meine lieben Muslime, wenn ihr nicht den Sohn Gottes bezeugt, dann seid ihr nicht aus Gott. Und wer nicht aus Gott ist, der stammt noch aus dem Teufel. Und da steht in Epheser 2, ich kann es dir vorlesen, ich möchte niemanden hier richten. Ich war selber ein Kind des Ungehorsams, als ich noch ein Muslim war. Ich war auch ein Blinder. Ich war auch einer, der dem Fürsten unterlegen war, ein Sklave meiner eigenen Sünde. Aber seitdem ich den Heiligen Geist der Verheißung durch Johannes 14, der Prophezeiung des Herrn, empfangen habe aus Gnade, so bezeuge ich das Zeugnis des Vaters, das durch meinen Geist bezeugt wird. Ihr bezeugt aber die Schahada und diesen antichristlichen Mist, der euch in die ewige Verdammnis schickt. Meine lieben Muslime, bei ganzer Liebe und ganzem Respekt, ihr seid wie die Juden, die nicht an Jesus geglaubt haben, die Kinder des Ungehorsams. Das ist keine Beleidigung, das sind wir alle gewesen. Aber diejenigen, die Christus angenommen haben, die sind reingewaschen worden durch das Blut Jesu Christi. Alle aber, die nicht an den Sohn Gottes glauben und alle, die nicht den Heiligen Geist haben, sind verbunden mit dem Teufel. Sie können nur aus der Herrschaftsmacht des Teufels rauskommen, wenn sie auch den Geist Gottes erkennen und haben. Das ist keine Beleidigung, das ist kein Hetzen, es ist Wahrheit. Es ist Wahrheit. Aber man sieht, dass der Teufel durch seine Kinder immer in mein Livestream kommt, in die Livestreams von jedem, auf jeden Instagram-Video, auf Twitter, auf YouTube, wo ihr antichristlichen Geistern, die ihr die Schahada bezeugt oder Atheismus oder Buddhismus, dass besonders nur die Muslime in christliche Lives reinkommen, um das Zeugnis des Vaters zu verleugnen. Dein Allah möge dich recht leiten, kannst du dir sparen. Ich weiß, wer Allah ist. Allah ist derselbe, der im Garten Eden Eva verführte. Derselbe aus Sure al-Falaq, Jesaja 14, der Herr der Morgenröte, bei denen ihr Zuflucht findet. Ich sah den Satan fallen wie ein Blitz vom Himmel. Das ist euer Herr, wenn ihr nicht an den Sohn Gottes glaubt. Denn selbst die Dämonen bezeugen den Sohn Gottes in Lukas 8. Also haben die Dämonen einen größeren Glauben als die Muslime, die den Sohn Gottes verleugnen. Bei ganzer Liebe und ganzem Respekt, mich interessiert nicht die Meinung von euch, wenn ihr aus dem antichristlichen Geist euer Geschwafel in diesen Kommentaren reinschreibt.
Wenn ihr Fragen habt, Halleluja, ich beantworte sie. Wenn ihr liebevoll seid, ich bin ein Vater für euch und mehr liebevoller, als ihr euch denken könnt. Aber wenn ihr hier seid, um zu beleidigen, um euren antichristlichen Geschwafel reinzuschreiben, dann geh in deine muslimischen Live und mach das dort. Wenn dir meine Worte nicht gefallen, dann arrivederci, adios amigos, Gottes reichlichen Segen. Jesus sagt, wer für mich ist, wer für den Sohn Gottes ist, der ist für mich, der ist ein Kind Gottes. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Jesus sagt zu den Juden, ihr seid nicht von meinen Schafen. Das gleiche würde Jesus auch zu euch Muslimen sagen, ihr seid nicht von meinen Schafen. Wärt ihr meine Schafe, würdet ihr glauben, dass ich Gottes Sohn bin. Aber ihr seid nicht von meinen Schafen. Ihr seid nicht die Kinder Gottes. Ihr seid Geschöpfe von Gott, ihr seid nach dem Bild Gottes geschaffen, aber ihr kennt euren eigenen Schöpfer nicht. Vielmehr verleugnet ihr Muslime euren eigenen Schöpfer mit eurer Shahada und mit eurem islamischen Gottesbild. Jahwe ist der wahre, lebendige Gott, der allmächtige Vater und der allmächtige Sohn, sein ewiges Wort und sein allmächtiger, allgegenwärtiger Geist. Jahwe, Vater, Sohn und Geist, ein lebendiger, wahrer Gott. Ein Gott ist das. Der Vater, der spricht, ne? Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott, der Vater, der durch sein Wort spricht und sein Geist, der im Universum schwebt. 1. Mose 1, 2 bis 4. Ich lade euch herzlich ein, endlich ein Kind Gottes zu werden und die Augen zu öffnen, geistliche Augen, um zu unterscheiden zwischen Gut und Böse und auf jeden Fall nicht nur das, sondern dass ihr endlich die Liebe Gottes in euch spürt. Das werdet ihr niemals im Islam finden, das werdet ihr niemals im Atheismus finden, das werdet ihr nicht im Buddhismus oder nicht einmal in irgendeiner Kirche finden, das werdet ihr nur, wenn Gott sich euch erbarmt, wo du auf deine Knie gehst und sagst, Gott, Vater, wenn Jesus Gott ist, wenn du, Herr Jesus, die Wahrheit bist, wenn du wirklich das bist, was der gerade redet, dann offenbare dich mir und zeige dich mir, dass du genau der bist, von dem die Christen behaupten zu sagen und wo die Bibel genau das bezeugt. Wenn du, Jesus, Gott bist, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du die Wahrheit bist, wenn du derjenige bist, der im Himmel thront, dann offenbare dich mir, zeige dich mir, komm in mein Leben, komm in meine Träume, komm in mein Herz, bitte zeige dich mir. Und wer demütig das tut, Jesus wird sich ihm offenbaren. Jesus hat es versprochen, dass jeder, der sich demütigt und nach mir fragt, mich finden wird. Sprüche 8, Altes Testament. Wer mich findet, findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn, vom Vater. Wer mich verfehlt, wer den Sohn Gottes verfehlt und nicht annimmt, tut seine Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, die lieben den Tod. Solange du gegen den Sohn Gottes bist und du nicht an den Sohn Gottes glaubst, liebst du den Tod, du lebst im Tod, du bist geistlich tot. Sobald du den Heiligen Geist empfängst und an den Sohn Gottes glaubst, wirst du Leben in dir haben und du wirst die Wahrheit bezeugen, was wir bezeugen, nämlich das Zeugnis des Vaters und nicht deine Shahada oder irgendein anderes Instrument, was der Teufel für Religionen hier auf der Erde geschaffen hat. Dankeschön und Gottes Segen. Ich hoffe, ihr könnt friedlich endlich mal wie vernünftige Menschen, meine lieben Muslime, in den Kommentaren schreiben. Und nicht hier eure Propaganda. Eure Propaganda interessiert mich nicht. Ich weiß, wer mein Vater im Himmel ist. Ich brauche nichts von euch. Ich war selber Muslim 18 Jahre. Ich kenne die Wahrheit. Gott hat sich mir geoffenbart in Jesus Christus. Dankeschön. Falls du irgendwelche Dawa machen möchtest, du wirst gestummt. Das ist ein christlicher Live. Falls du Fragen hast, bitteschön. Falls du reden möchtest, okay. Hi Bruder, bitte nicht andere Religion beleidigen. Wenn du Ahnung hättest, was ich gerade gesagt hätte, würdest du seine Aussage nicht tätigen. Ich beleidige nicht, ich erzähle nur die Wahrheit. Allein das Alte Testament zählt auch, verzeih mir, ich kenne mich da nicht aus. Ja, das Alte Testament zählt auch, aber auf jeden Fall bist du jetzt unter dem Bund von Mose oder bist du unter dem Bund von Christus? Allein wenn du anfängst mit Wallah, genau dieses Wallah bezeugt, dass das Böse aus dir spricht. Der Herr Jesus sagt, wer schwört, der ist aus dem Bösen.
Bist du auch Ex-Muslim? Ich bin Ex-Muslim, ja. Amir, der beleidigt. Also ich bin nicht Amir, ne, ich beleidige niemanden, ich sage die Wahrheit. Die Wahrheit tut weh, die Wahrheit kann für deine Ohren vielleicht Beleidigung sein, aber ich beleidige niemanden. Er will nur die Augen öffnen. Amen. Würdest du sagen, Jesus war Jude? Jesus war Jude unter dem Gesetz, hat das Gesetz erfüllt, ist der König der Juden. Durch den Tod und die Auferstehung sind wir Christus-Nachfolger. Was bedeutet Christus-Nachfolger? Messias-Nachfolger. Ne? Das ist das Wort Christen. Christen sind Messias-Nachfolger. Wer ist der Messias? Ein gewöhnlicher Prophet? Nein. Sohn Gottes, der ewige Gott, der Fleischlichkeit angenommen hat. Shalom, Geschwister, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage. Hi, Jana, Gott segne dich, ich hoffe, du hattest schöne Weihnacht. Ja, ich hoffe auch, die anderen hatten auch auf jeden Fall gute Feiertage. Einen gesegneten Abend, Bruder, hi. Habt ihr auf Insta geschrieben, alles klar. Findest du toll, was du machst, sei Gottes Segen mit dir. Was sagt deine Familie dazu? Mittlerweile versteht jeder, dass ich so bin, wie ich bin und dass ich Christ bin und die anderen halt eben keine Christen sind. Aber am Anfang hat man schwer gesehen, wie der Geist des Antichristen auch in ihnen wirkt, wie sie mich beleidigt haben oder wie sie Jesus beleidigt haben. Ja, ich bete auf jeden Fall, dass sie auch gerettet werden. Wenn du so gläubig bist, müsstest du wissen, dass man keine anderen Religionen oder Menschen erniedrigen soll. Ich erniedrige auch niemanden, ich erzähle die Wahrheit. Es gibt einen Gott und das ist der Gott der Bibel auf jeden Fall. Und er sagt, ich habe einen Sohn, mein Sohn ist mein Wort, ich habe durch mein Wort, durch meinen Sohn alles geschaffen. Wenn dein Gott im Koran genau das verleugnet, was das Gottesbild der Bibel ist, dann ist dein Gott namens Allah auch nicht der Gott der Bibel. Und ich werde alle falschen Götter exposen, das ist meine Aufgabe. Ich werde predigen und ich werde den Götzendienst bei Namen nennen und ich werde falsche Götter bei Namen nennen, ich werde falsche Propheten bei Namen nennen. Und wenn dir das nicht gefällt, dann wie gesagt, Gottes Segen dir und verlass mein Life, dann bist du hier nicht auf der richtigen Stelle. Denn hier wird Tacheles gesprochen, hier wird Wahrheit gesprochen und auf jeden Fall nehme ich mir kein Blatt vor den Mund. Ist Jesus Gott? Schöne Frage. Amen. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1. Johannes 5, Vers 20. Römer 9, Vers 5. Hochgelobter Gott in Ewigkeit, Christus Jesus. Offenbarung 22, 13. Alpha und Omega. Der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, Jesus Christus. Micha 5, Vers 1. Der Messias hat keinen Anfang und hat keinen Ende. Psalm 45, 7 bis 9, der Vater nennt den Sohn ewiger Gott. Jesaja 44, 6, Jesus Christus, der Erste und der Letzte, der einzig wahre, lebendige Gott. Dazu mit Offenbarung 1, 17, 1, 18 und so weiter. Also es gibt viele Verse aus dem Alten und dem Neuen Testament, die genau bezeugen, dass der gesalbte Christus Gott ist, manifestiert im Fleisch. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Ja. Gelten die Regeln des Alten Testaments nur für die Israeliten? Falls du die 613 mosaischen Gesetze meinst, ja, die 613 mosaischen Gesetze sind für das Volk Israel und für das Bund von zwischen Mose und den Israeliten. Wir sind aber nicht mehr unter der Knechtschaft des Gesetzes, sondern in der Freiheit durch den Heiligen Geist, in Christus seinen Bund, in seinem Blut. Ne? Du bist der Beste. Gott segne dich, mein Lieber. Würdest du gleich dein 5-Minuten-Zeugnis erzählen? Ja, kann ich gleich machen. Neben Gott ist keiner, er war schon immer da, weder hat er einen Sohn oder sonst was. Ah, da spricht der Geist des Antichristen genau aus dir, da du auf jeden Fall das Wichtigste verleugnest, was der Geist Gottes halt bekennt, nämlich, dass Gott keinen Sohn hat. Das bezeugt der antichristliche Geist laut der Bibel. Und ich bete und wünsche mir, dass dir die Augen geöffnet werden. Gott hat einen Sohn, Psalm 2, Vers 7. Ich möchte den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Psalm 2, Vers 7, Sprüche 8, der Sohn Gottes ist das Wort Gottes in Ewigkeit schon beim Vater gewesen. Jetzt könnte ich wieder anfangen. Micha 5, Vers 1, Zacharia, Jesaja, Daniel, alle Propheten im Alten Testament bezeugen die Wahrheit, was wir Christen bezeugen, dass der Messias Gott ist und dass Gott einen Sohn hat. Aber ihr Strohmänner und Hampelmänner wollt ihr mir sagen, die ihr sagt, wir lieben alle Propheten, aber es gibt, Gott hat keinen Sohn. Habt ihr mal das Alte Testament gelesen? Kannst du Markus 13, 32 erklären? Ja, aber dazu schließe ich erst die Kommentare, weil ich bei Fragen
gerne individuell Zeit nehme und mir nicht... Es gibt viele Kommentare von den Geschwistern, ihr alle, die ihr mir schöne Sachen schreibt, die ihr mir Gottes Segen wünscht, die das bestätigen, was ich sage. Alle meine Geschwister, ich liebe euch, möge der Herr euch segnen. An alle, die nicht Kinder Gottes sind, an alle, die nicht an den Sohn Gottes glauben, ich liebe euch genauso, aber hier wird dein antichristlicher Geist, der das Problem ist. Nicht deine Person ist das Problem, nicht dein Fleisch ist das Problem, nicht deine Seele ist dein Problem, sondern dein Geist in dir, der nicht wiedergeboren ist, der das Falsche bezeugt. Wie zum Beispiel Shahada ist laut der Bibel genau dein One-Way-Ticket in die ewige Verdammnis. Oder Krishna-Buddha-Glaube ist dein One-Way-Ticket in die ewige Verdammnis. Selbst dass Gott nicht existiert, das, was der Teufel auch nicht gemacht hat, das ist auch dein Zeugnis, das dich in die ewige Verdammnis katapultiert. So, und jetzt lesen wir Markus 13, 32. Ich liebe jeden Menschen, aber ich liebe nicht den Teufel. Ne? Wir haben einen Feind. Ne? Demnach respektiere ich auch nicht den Geist des Antichristen hinter jedem Muslim, der ihn bezeugen lässt, dass Gott keinen Sohn hätte. Das ist ein Geist, das ist eine Person in diesen Menschen, der ihn nicht glauben lässt, dass Gott einen Sohn hat. Und das sind die Muslime, die, wie gesagt, durch die Shahada, durch das Malzeichen des Tieres einen geistlichen Vertrag leider mit dämonischen Geistern gemacht haben. Jahwe ist der einzige wahre Gott. Jahwe hat einen Sohn, der ist nicht geschaffen, sein Sohn, sein ewiges Wort kann nicht geschaffen sein. Wenn du das nicht glaubst und bezeugst, wie gesagt, brauche ich auch nicht irgendwie tausendmal mich, ich wiederhole mich die ganze Zeit, merkt ihr das die ganze Zeit, muss ich individuell immer jedem Menschen das sagen, weil sie nicht verstehen wollen. Und langsam brennt mir auch der Schädel auf jeden Fall, weil ich keine Lust habe. Ich kann euch nicht den Heiligen Geist geben. Jesus sagt, nur der Heilige Geist Gottes kann dir zeigen, wer ich wirklich bin. Als Petrus gesagt hat, du bist der Sohn Gottes, sagte Jesus, das hat mein Vater im Himmel dir offenbart. Ja, wenn der Vater, mein lieber Muslim, dir nicht geoffenbart hat, wer Jesus ist, dann tut es mir leid für dich. Markus 13, 32 hat der Liebe gesagt. Jetzt schlagen wir das auf. Markus 13, 32. Wo ist das? Um jenen Tag, aber um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. So, ich kann dir zwei, drei Aspekte sagen. Das ist ein Vers, wo die Muslime keine Ahnung von dem Kontext haben, keine Ahnung von dem Kapitel haben, keine Ahnung generell von der Bibel haben, aber nur diesen einen Vers nehmen, Markus 13, 32, um ihre Heuchelei zu bezeugen. So, am jenen Tag und die Stunde kennt weiß niemand, auch die Engel. Was heißt dieses Weiß? Hast du mal dieses Weiß im Griechischen dir angeschaut? Dieses Weiß ist auch übersetzt zu verkündigen. Wenn wir es lesen jetzt, an jenen Tag aber die Stunde verkündigt niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn verkündigt die Stunde, sondern nur der Vater verkündigt die Stunde. Das ist im Griechischen so geschrieben. So, das ist der erste Aspekt. Der zweite ist, dass Jesus seine allmächtige Gestalt abgelegt hat und durch seine Göttlichkeit Menschlichkeit hinzugefügt hat. Philipper 2, 5 bis 8. Das bedeutet auf jeden Fall, dass Jesus in seiner allmächtigen Gestalt, also ich denke auf jeden Fall, dass Jesus in seinem verherrlichten Dasein im Himmel zu Rechten des Vaters die Stunde kennt. Aber als ein Mensch empfunden, der absichtlich Mensch wurde, freiwillig Mensch wurde, war er begrenzt. War begrenzt. Er war göttlich inspiriert und hatte den Heiligen Geist von Mutterleib an und durch seine Taufe noch mehr auf jeden Fall und hat auf jeden Fall verkündigt. Ne? Man sieht auch, wie Jesus Aussagen tätigt, die menschlich sind und Aussagen tätigt, die göttlich sind. So haben wir die zwei Naturen in Christus. Aber nur, weil Jesus gesagt hat, dass er die Stunde nicht verkündigt, bedeutet das, dass Jesus nicht Gott ist? Haben wir nicht in Matthäus 28, 18, als Jesus auch auferstanden in seinem verherrlichten Körper gesagt hat, mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden? Hat Jesus nicht gesagt, dass er und der Vater eins sind? Du kannst nicht einen Vers aus der Bibel nehmen, um für deine Heuchelei zu bezeugen, dass Jesus kein Gott wäre, mein lieber Muslim, weil das so nicht funktioniert. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet.
Danke für die ganzen Rosen, Kairan. Gott segne dich, mein lieber Kairan. Ich weiß, dass Jesus Gott ist. Ja, ich habe nur jetzt in der Allgemeinheit gesprochen. Ich habe ja gewusst, dass du jetzt einfach nur fragst und Christ bist. Jesus hat durch seine Wunden und Heilung gezeigt, dass er Gott ist. Amen. Er kann nicht Gott sein, ein Mensch, Jesus ein Prophet, aber kein Gott. Ja, das ist, wie gesagt, die 0815-Aussage von jedem antichristlichen Geist. Allah ist der Einzige. Ja, hat Allah mal zu dir gesprochen? Kennst du Allah? Liebst du Allah? Hat Allah, ist Allah Mensch geworden? Kann Allah überhaupt Mensch werden? Hatte seine Schöpfung? Weil wir glauben an einen Gott, der seinen Thron verlassen hat, Mensch wurde, uns liebt, erniedrigt hat für sich, für seine Geschöpfe und seine Herrlichkeit gezeigt hat. Theologisch seid ihr ganz, 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 ganz weit hinten, meine lieben Muslime, ganz weit hinten. Theologisch kriege ich Kopfschmerzen bei solchen Aussagen. Allein theologisch gesehen macht das überhaupt keinen Sinn, was ihr jedes Mal von euch gibt. Du hast keine Ahnung, Adis. Alles klar, wenn ich keine Ahnung habe, dann komm, zeig mal deine Cojones, deine Ahnungs-, deine Vollahnung, deine Cojones und komm in mein Livestream und zeig, dass du mehr Ahnung hast als ich. Das möchte ich sehen. Ne? Wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, dann bezeuge durch dein Dasein und schick mir eine Anfrage und zeig auf jeden Fall, dass du Ahnung hast. Ist der Islam Lüge? Absolut. Ist die Lüge des Feindes, die Endzeitreligion des Antichristen, die Jesus uns gewarnt hat durch die Heilige Schrift, 341 Querverweise durch die Heilige Schrift, dass der Islam gewarnt wird. Paulus hat vor dem Islam gewarnt, Jesus hat vor dem Islam gewarnt, Jesaja hat selbst vor dem Islam gewarnt. Wir haben viele Verse in der Bibel auf jeden Fall, die uns zeigen möchten, dass der Geist des Antichrist kommen wird, der den Sohn Gottes verleugnen wird. Ein Mensch wird kommen durch eine Offenbarung eines Engels, behauptet ein Prophet zu sein, Galater 1, Vers 8. Aber dieser Mensch ist in Wahrheit ein falscher Apostel, ein falscher Prophet, verflucht und seine Botschaft ist mit ihm verflucht. Das steht in der Bibel drin und das ist der Islam und das ist der Koran auf jeden Fall. Die Offenbarung des Widersachers, um das zu verleugnen, laut der Bibel, was dir ewiges Leben gibt. Das steht alles in der Bibel. Und wenn sie jetzt mich beleidigen, dann wird ihr Geist angegriffen, der antichristlich ist. Und weil ihr Geist angegriffen wird, beleidigen sie mich für die Aussagen, die ich tätige durch die Heilige Schrift. Ich zitiere nur die Schrift in anderen Worten. Das ist euer Apostel Paulus. Aber das Ding ist auf jeden Fall, Paulus war sehr reich. War ein reicher Mann. Saul, bevor er Paulus wurde. Saul war sehr, sehr... Warte, lass mich mal kurz was sagen. Für diese antichristlichen Geister, die was gegen Paulus haben. Ne? Also ihr Paulus-Hasser, ihr seid ja nichts mehr als genau dieselben Hasser, die einen Hass auf den Sohn Gottes haben, weil ihr im Tod seid und ihr das Licht nicht anerkennen könnt, weil ihr noch das Sklave eurer eigenen Sünde seid, wie der Herr gesagt hat, auf jeden Fall, dass ihr so lange so bleibt, bis ihr erkennt, wer Jesus eigentlich wirklich ist. So, ihr Paulus-Hasser, ich verstehe euch nicht, ne? Weil ich kenne Saul zu Paulus. So, wenn Paulus irgendein Scharlatan wäre, wie ihr behauptet, dann würde ich es ganz klar jetzt sagen. Weißt du, was ich dir stattdessen sage? Ich sage dir stattdessen, Paulus blickt hinunter ins Totenreich und sieht deinen Mohammed, den falschen Propheten, und lacht sich einen ab. Denn er hat an den Sohn Gottes geglaubt, somit hat Paulus ewiges Leben. Aber fangen wir mal von vorne an. Also ich sage dir voller ganzer Liebe, du musst dir mal die Geschichte von Saul zu Paulus dir mal anschauen. Saul war ein Jude, er war ein einer, der auf jeden Fall das Sagen hatte, der hatte auf jeden Fall Soldaten unter seiner Macht, der hat Christen verfolgt, der hatte viel Geld gehabt, war ein angesehener Mann in Israel. Ne? Der hatte viel, der hatte keine Sorgen im Leben, Saul, bevor er zu Paulus wurde. Plötzlich kommt eine Erscheinung. Jesus hat aber schon prophezeit, dass den Heiden das Evangelium gepredigt wird. Derjenige,
der da ist, der zu den Heiden sprechen wird, wer ist das? Natürlich, das haben alle Aposteln später auch getan, aber wer ist der Urheber, der nach Europa gekommen ist und dort angefangen hat, das christliche Fundament aufzuarbeiten? Das ist Paulus. So. Wie erschien der Herr ihm? In einer Lichtgestalt. Ne? Er sagt, er hat ja die Christen verfolgt. Danke, Adalina, für dein Geschenk. Dann hat er gesagt, dann hat der Herr gesagt in einer Lichtgestalt, warum verfolgst du mich? Also wir haben nicht die Geschichte, wie als würde ein Engel kommen und ihn erwürgen. Wir haben nicht die Geschichte, dass Paulus mit einer neuen Geschichte gekommen ist. Wir haben nicht die Geschichte wie bei Mohammed, dass er irgendwie ein falscher Apostel wäre. Nein, vielmehr hat Saul sein ganzes Geld verlassen, sein ganzes Dasein verlassen. Er hat alles verlassen und ist sogar am Ende für die Wahrheit gestorben. Er hat sich erniedrigen lassen, er hat über sein halbes Leben im Gefängnis gelebt. Für eine Wahrheit, dass Jesus, der Messias, der Sohn Gottes ist, gekreuzigt und auferstanden ist. Stell dir mal vor, du bist ein Multimillionär, du hast alles, was du brauchst. Plötzlich erscheint Gott durch eine Lichtgestalt und sagt, du wirst viel leiden, du wirst viel durchmachen. Danke, Kairan, für deine Unterstützung. Gott segne dich. Glaubt mir, meine Lieben, Paulus sagt selber, ich bin es nicht wert, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Christen verfolgt. Aber ich habe mehr gearbeitet als alle Apostel zusammen. Aber dennoch erniedrigt er sich und sagt, ich bin es nicht einmal wert, ein Apostel zu sein. Warum hassen die Muslime Paulus? Weil er die Wahrheit in den Westen, in Europa gebracht hat. Und weil sie nicht mehr Europa kolonisieren und islamisieren können, weil schon Paulus die Wahrheit nach Europa gebracht hat. Danke für die ganzen Geschenke, danke fürs Unterstützen. Versteht ihr, meine lieben Geschwister und meine lieben Muslime, was Tatsache ist? Lies die Geschichte von Saul zu Paulus und dann wirst du mir sagen, ob er wahrhaftig ist oder ob er ein Scharlatan ist. Und ich sage dir, voller Heiligen Geistes, wenn ich die Briefe von Paulus lese, lese ich die Worte Gottes. Wenn ich die Briefe von Paulus lese, spricht der Heilige Geist Gottes zu mir. Und mir ist egal, wie viel ihr ihn hasst, ich liebe ihn. Denn Paulus ist einer der größten Heiligen. Danke nochmal auf jeden Fall für die ganzen Unterstützungen, Kairan und die anderen. Sigi, für eure Geschenke, Gottes Segen, danke fürs Unterstützen. Jesus Christus ist der einzig wahre Gott, Amen. Ja. So, ist der Islam auch eine Sünde? Falls du jetzt auf jeden Fall das Dogma und die Lehre meinst, absolut, es ist Sünde, wie gesagt. Das, was sie bezeugen, bezeugt halt nicht der Gott der Bibel und die Apostel und die alten Propheten, Engel Gabriel und so weiter. Also der ganze Islam und der Koran steht im Widerspruch gegenüber den Propheten, im Widerspruch gegenüber das Zeugnis des Vaters, zum Widerspruch gegen den Aposteln, zum Widerspruch gegen Engel Gabriel und die Entstehung der Gemeinde und das Glaubensbekenntnis der Apostel. Ja. Und deshalb auf jeden Fall klar, es ist Sünde. Es ist sogar Sünde, nicht an den Sohn Gottes zu glauben. Jesus sagt auf jeden Fall von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Es ist Sünde, nicht an den Sohn Gottes zu glauben. Und darum werden sie den Heiligen Geist lästern, die meisten, weil sie nicht an den Sohn Gottes glauben. Wir glauben an Jesus. Nein, tut ihr nicht. Ihr glaubt an einen Scharlatan, Isa ibn Mariam, eine nicht historische, fungierte Person, die nicht existiert hat, die leugnet die Göttlichkeit des wahren Jesus aus der Bibel und seine Kreuzigung und seine Auferstehung. Und das ist nicht Jesus Christus aus der Bibel, das ist irgendeine Person, die dich täuschen möchte in die ewige Verdammnis. Danke für die ganzen Herzen, Gottes Segen.
Jesus war ein Muslim, ein Gesandter Allahs. Ja, genau. So eine Aussage würde ein Dreijähriger auch machen, aber wir brauchen nicht die Aussage eines dreijährigen Muslims, wie du aus deinem falschen Geist bezeugst, sondern wir brauchen die Aussagen von Jesus selbst, der gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, der hat Gott den Vater gesehen. Wisst ihr nicht, dass ich in meinem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich aus mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Also wenn du schon solche Aussagen tätigst als Muslim, dann müsst du schon begreifen, dass das nicht im dass das im Widerspruch steht zu der Aussage, die Jesus getätigt hat in den vier Evangelien. Jesus sagte, mein Vater ist Gott. Jesus sagte, ich bin Gott. Jesus sagte, ich bin vom Vater, von Gott gesandt in dieser Welt und ich und der Vater sind eins. Du musst das vergleichen mit den Worten von Jesus. Bro, Paulus ist nicht heilig, ein Mensch kann nicht heilig sein, doch jeder ist geheiligt, der den Heiligen Geist hat. Existiert Mohammed für uns Christen? Es gibt nicht mal historische Belege außerhalb des Korans, dass Mohammed existiert hat. Es wird sogar theologisch bestritten, dass Mohammed überhaupt existiert hat. Aber da ich Aufklärungsarbeit mache und den Koran und die Hadithe habe, darum auf jeden Fall, kann ich schon glauben, dass er existiert hat, dass eine Person so gelebt hat, kann ich schon sagen. Aber ich kann auch bezeugen, dass er eine Person war, die vom Feind benutzt wurde, um eine Religion zu gründen, die nichts zu tun hat mit dem Gott der Bibel, um dich zu täuschen. Aber dann kenne einen 14-Jährigen, der zum Islam konvertieren will, habe alles versucht. Dann bete für ihn auf jeden Fall und was kann ich sagen? Am Ende des Lebens, ne, da wird jeder auf jeden Fall vor Gott stehen und die Bibel sagt, ihr werdet vor dem Richterstuhl des Christus stehen. So, du hast nicht die Macht, Lara, ihm den Heiligen Geist zu geben. Du hast nicht die Macht auf jeden Fall irgendwas. Du hast die Macht zu reden und zu beten und mach das. Und wenn das nichts bringt, dann hoffentlich vor seinem Tod wird er die Wahrheit nochmal erkennen. Ne? Und wenn nicht, dann war er nicht auserwählt für das ewige Leben. Zeig ein Hadith. Ich brauche dir nicht ein Hadith zu zeigen. Ich kann dir ein paar Hadithe bezeugen, wie zum Beispiel, dass Allah sich fürchtet vor dem, der am Yawm al-Qiyama, am Tag des jüngsten Gerichts, sich nennt Malik al-Malik. Jesus sagt in Offenbarung 19, dass er der König und aller Könige ist und Herr aller Herren. So, wenn Allah Angst hat vor dem, der sich Malik al-Malik nennt, dann ist es auf jeden Fall der Teufel, der Angst hat vor dem Herrn Jesus Christus, der in Offenbarung 20 ein Kapitel weiter in die Feuersee fliegt. So, ein weiterer Hadith. Aisha war 9 Jahre alt und mit Puppen gespielt. So, ein weiterer Hadith. Sahih al-Bukhari 44:28, dass Aisha, sagen die Muslime, radiallahu anhu, bezeugt hat, dass der Rasul Allah gesagt hat zu Aisha, Aisha, es fühlt sich an, als wir noch in Khaybar waren, in Khaybar, als sie ihre Schlachten geführt haben, ne? Ich spüre noch das Gift, das ich aufgenommen habe in Khaybar, als ich das Essen dort gegessen habe. Und dann, wenn du Koran, Sure 69, 44 bis 47 liest und dazu Sahih al-Bukhari 44:28, dann sieht man, dass er sogar von Allah der falsche Prophet ist, in die Aorta durchtrennt wurde. So. Es gibt viele Hadithe, die einfach bestialisch sind, wie zum Beispiel, der Gesandte Allahs sah, wie eine Frau dämonisch besessen war und als Mohammed die Frau gefragt hat, wer bist du, hat die Frau durch die Dämonisierung gesagt, ich bin Allah. Also sie war dämonisch besessen und dann fragt Mohammed zur Frau, wer bist du, sagt die Frau durch den dämonischen Geist, ich bin Allah. Es gibt viele Hadithe, die so bestialisch sind und so verwirrend sind und keinen Sinn machen. Was ein Witzbold, genau. Deine eigenen Quellen möchtest du verleugnen. Auf Wiedersehen. Du bist ein Strohmann, der du deine eigenen Quellen verleugnest, ne? Before Abraham was born, I am. Ja. Ich bin Shia-Sunni-Quellen interessiert mich nicht. Okay. Alles klar. Kannst du Lukas 22,18 und Johannes 19,29,30 erklären? Verstehe es nicht. Irgendwie kein Hate. Ich kann dir alles erklären aus der Bibel. Ich bin nicht irgendein 0815-Christ, der auf jeden Fall keine Ahnung hat, mit sogar Verse, die für dich als Muslim, die du leider nicht geistlich beurteilen kannst. Ich aber werde es dir geistlich beurteilen. So. Also ich laufe nicht weg vor irgendwelchen Sachen. Alles, was in der Bibel steht, auf jeden Fall kann ich durch den Heiligen Geist, so Gott auch möchte, erklären.
außer gewisse Dinge aus dem Alten Testament, die schwer zu erklären sind, wie Chroniker, nicht die Sachen, die die Muslime als Widerspruch sehen. Es gibt keinen Widerspruch in Chroniker und auch in Samuel nicht, sondern sie verstehen nicht auf jeden Fall, dass eine Seite Gott gesprochen hat und die andere Seite der Satan. Aber wir gehen auf Lukas 22, 18. Ich beantworte dir das sehr gerne. Ich sehe gerade die Kommentare nicht. Ich bin gerade immer noch auf den Kommentar fixiert. Lukas 22, 18. Alles klar. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs... Was? 22, 18, Lukas. Meinst du wirklich diesen Vers? Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Was möchtest du mir damit sagen? Jesus sagt, ich werde nicht mehr von dem Wein trinken, bis ich im Reich Gottes davon trinken werde. Für uns Christen ist es nicht Sünde, Wein zu trinken oder Alkohol zu konsumieren. Es ist eine Sünde, betrunken zu sein. Aber wenn du Eucharistie, Abendmahl nimmst und Jesus aufnimmst und Wein trinkst oder ein, zwei Gläser Wein trinkst, dann wird dich niemand richten. Was möchtest du mit diesem Vers sagen, mein Lieber? Okay, dann gehen wir auf einen anderen Vers, Johannes 19, 29. Ich sehe die Kommentare immer noch nicht. Ich bin immer noch auf den Kommentar hier. Ich sehe nur seinen Kommentar. Johannes 19, 29. Okay. Wo steht es? Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tranken einen Schwamm mit Essig, legten ihn in einen Sirup und hielten es ihnen an den Mund. Ich verstehe nicht, was möchtest du damit sagen? Das ist eine Prophezeiung aus dem Alten Testament. Das mit dem Essig, als Jesus gesagt hat, mich dürstet. Ich glaube, du hast mir falsche Verse gegeben oder weiß ich nicht, was du möchtest. So, ich werde diese Frage jetzt beantworten. So, ein Muslim fragt, wieso ist Jesus Gott? Sehr schöne Frage, danke für deine Frage auf jeden Fall. Ich werde die Kommentare wieder schließen, um mich zu konzentrieren auf deine Frage, weil ich möchte, dass die Muslime genau die Wahrheit hören, was in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Also wenn wir Christen sagen, dass Jesus Gott ist, so, dann lügen wir nicht. Dann sagen wir das nicht, um lustig zu sein. Dann sagen wir das nicht, um irgendwie auf jeden Fall irgendeine Heuchelei euch zu sagen. Wenn wir sagen, Jesus ist Gott, erstens steht das in der Bibel. Zweitens bezeugt das der allmächtige Vater. Drittens bezeugt das der Geist Gottes in uns, dass Jesus auf jeden Fall Gott ist. Was Jesus selber gesagt hat, dass der Geist der Wahrheit mich bezeugen wird, auf jeden Fall. So. Gehen wir ins Alte Testament. In 1. Mose steht da, und der Geist des Herrn schwebte über den Wassern, ne, und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Du musst hier verstehen, da steht Geist Gottes. Ruach. Ruach HaKodesh. Hebräisch, Aramäisch, Ruach HaKodesh, Heiliger Geist. Oder im Arabischen, Ruch. Ruch. Die Muslime sagen Ruch Allahs. So in 1. Mose steht, der Ruach HaKodesh, der Ruch, der Geist des Herrn schwebt über den Wassern. So, der Geist des Herrn ist die Allgegenwärtigkeit, die Allmächtigkeit, die Person Gottes. Da haben wir die dritte Person des Dreieinen Gottes. Also wir haben den Geist Gottes schon hier. Und dann haben wir Gott sprach. Warte. Geist Gottes haben wir schon in dem Vers vorher in 1. Mose, in der ersten Seite der Bibel. Dann Gott. Wenn da steht Gott, dann ist es der Vater. Der Vater spricht, es werde Licht. Wer spricht hier? Der Vater spricht. Wenn der Vater spricht, wer ist das? Wer ist das Wort des Vaters? Wer ist das ewige Wort des Vaters? Wir glauben, dass der Vater durch seinen Sohn alles geschaffen hat. Also wenn da steht Heiliger Geist, dann ist es die dritte Person. Wenn da steht Gott, dann ist es die erste Person. Wenn da steht spricht, Gott spricht, so haben wir Vater, Sohn und Heiliger Geist. In 1. Mose, bevor die Bibel überhaupt angefangen hat, haben wir die Trinität. Auch am sechsten Tag lasst uns Menschen schaffen, nach unserem Bild uns ähnlich. Vater, Sohn, Geist, in dem Bild Gottes geschaffen.
So, dann gehen wir weiter. David, die Muslime sagen, wir glauben ja an Davud. Ne? David sagt im Psalm 2, Vers 7, durch den Heiligen Geist spricht Gott durch David, auf jeden Fall in dem Psalm. Ich möchte den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also sehen wir, dass Gott der Vater einen Sohn hat. So, dann gehen wir weiter in dem Psalmen, im Psalm 45, 7 bis 9. Darum hat dich, o Gott, steht da, o Gott. Wer ist dieser Gott? O Sohn, o Gott, o Sohn, dein Gott, wer ist das? Vater, gesalbt. Der gesalbte Messias, der Christus, der gesalbte Messias, und der Vater nennt den gesalbten Sohn Gottes selber Gott. Also der allmächtige Vater nennt sein Wort den gesalbten Gott. Dann gehen wir auf Sprüche 8, Abvers 23. Wenn wir in Sprüche 8 gehen, da steht da auf jeden Fall, ich war im Anfang schon beim Herrn. Zwei Personen. Wer war im Anfang beim Herrn, beim Vater? Der Sohn. Wer ist der Sohn in Sprüche 8? Die Weisheit Gottes. Die Weisheit Gottes ist ewig, wie auch das Wort Gottes ewig ist und Jesus ewig ist. Und dann steht auf jeden Fall, ich war in Ewigkeit eingesetzt. In Ewigkeit war Jesus eingesetzt. Das Wort Gottes in Ewigkeit über Raumzeit und Materie. Bevor Raumzeit und Materie da war, war der Messias, Sprüche 8, im Alten Testament schon beim Vater. Und dann steht da sogar, ich war Werkmeister bei ihm, bevor die Welt geschaffen wurde. Das glauben wir, dass Jesus der Werkmeister ist von Anfang an. Weil der Vater hat durch sein Wort, der Werkmeister ist, der Himmel und Erde schuf, Jesus Christus alles geschaffen. Jesus sagt sogar selber, ich bin der Werkmeister. Ich bin der Werkmeister, der in Ewigkeit dazu eingesetzt worden ist. So, dann gehen wir weiter, nehmen wir jetzt den Propheten Daniel. Der Prophet Daniel redet über den Menschensohn. Ich sah in der Nacht einer, der aussieht wie ein Sohn des Menschen. Und ihm wurde gegeben Macht und Triumph und ewige Herrschaft. Und sein Reich wird in Zukunft kein Ende haben. Über wen spricht der Prophet Daniel? Ich sah in der Nacht einen, der aussieht wie ein Sohn des Menschen in Herrlichkeit. Und ihm wurde gegeben Macht und Reichtum. Und das Königreich des Himmels wurde ihm gegeben. Wer ist dieser Sohn des Menschen? Jesus sagt in ganzen vier Evangelien, dass er der Sohn des Menschen ist. Derselbe Sohn des Menschen aus dem Propheten Daniel, dazu eingesetzt worden ist, ein ewiges Reich zu gründen. Der gleiche aus Jesaja 9, Vers 6. Dann gehen wir auf den Propheten Jesaja. Auf den Propheten Jesaja sehen wir schon in Jesaja 9, Vers 5, sehen wir auf jeden Fall, ein Kind ist uns geboren, in Prophetie spricht er da, das passiert ist, das ist die Geburt Jesu Christi. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater. Also das Kind, das in Zukunft geboren wird, ist starker Gott und ewig Vater. Jetzt ist meine Frage, wer ist starker Gott und wer ist ewig Vater als nur der eine wahre lebendige Gott? So. Dann gehen wir auf Jesaja. Welchen Jesaja nehmen wir jetzt? Jesaja 42, Vers 8. Jesaja 42, Vers 8. Ich bin der Herr, dein Gott, Jehova, Jahwe. Ich gebe meine Ehre niemanden und keinen Götzen gebe ich meine Ehre. Jesus sagt, wer mich nicht ehrt wie den Vater, der ehrt mich nicht. Aber kein Geschöpf, der nur ein Mensch oder nur ein Prophet ist, kann die Ehre des Vaters nehmen. Aber der Sohn sagt, wer mich nicht ehrt wie den Vater, der ehrt mich nicht. Das bedeutet auf jeden Fall, Jesus bezeugt selber, dass Anbetung ihm gebührt, Sündenvergebung ihm gebührt und Allmächtigkeit ihm gebührt. So, dann gehen wir weiter, dann gehen wir auf Jesaja 43, 10. Das ist der Parallelvers auf jeden Fall zu Johannes 8, 24, Jesaja 43, 10. Da steht auf jeden Fall in Johannes 8, 24, wenn ihr nicht glaubt und erkennt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Das gleiche ist Jesaja 43, 10. Liest euch das mal durch. Und ich habe gesprochen, damit ihr erkennt und glaubt, dass ich es bin und außer mir ist kein Gott gebildet worden. Das hat Jesus gesagt in Johannes 8, 24. Ich bin Jahwe, ich bin Gott, sagt der Herr Jesus, und außer mir ist kein Gott gebildet worden, aus Jesaja 43, 10. So ein Vers weiter, Prophet Jesaja 43, 11, sehen wir, ich bin der Herr, Jahwe, dein Gott, außer mir gibt es keinen Retter. Es gibt keinen Retter außer ihm, außer den einen Gott. Was steht, was hat der Engel verkündigt in Lukas 2,11 zu Jesaja 43,11? Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Wer ist geboren?
Christus der Herr, der Retter. Der Herr sagt aber, außer mir gibt es keinen Retter im Alten Testament. Jesaja 48, 16. Und nun, ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Seitdem es geschehen ist, war ich schon da. Und nun hat mich der Herr, der Vater und sein ewiger Geist gesandt. Wer spricht hier? Jesus wird gesendet vom Vater durch den Heiligen Geist in die Jungfrau, Jesaja 7. Oder Jesaja 44, 6. So spricht der König Israels und, da steht und, sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte, außer mir gibt es keinen Gott. Im Arabischen steht da, wal-awwal wal-akhir. Kein Anfang, kein Ende, Anfang und Ende. Außer mir gibt es keinen Gott. Jesus sagt, und als ich ihn sah, hebte er seine rechte Hand auf mich, Jesus, und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Siehe, ich bin der Erste und der Letzte, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Jesus kann nicht sagen, ich bin der Erste und der Letzte, wenn Jesus nicht Gott ist, weil er zitiert hier Jesaja 44, 6, außer mir gibt es keinen Gott. Genau das bezeugt Jesus von Anfang bis Ende, dass es außer ihm keinen Gott gibt, dass er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Oder Prophet Micha, Altes Testament 5, Vers 1, er hat keinen Anfang und kein Ende, der Messias. Der Messias hat keinen Anfang und hat kein Ende. Lies dir das durch im Alten Testament und dann wirst du sehen, dass der Messias mehr ist, als dein Koran dir gesagt hat. Selbst die Juden wussten, dass der Christus, der HaMashiach, Yeshua ben Zaret, haben sie nicht angenommen, aber sie wussten auch, selbst wenn sie Yeshua nicht annehmen, weil sie aus dem Bösen stammen, selbst sie wussten, wer der Messias ist, mehr als ihr Muslime. Ihr versteht nicht, dass der Messias ein Teil von Gott ist. Außer mir gibt es keinen Retter. Und Yeshua bedeutet, Jahwe ist Rettung. Wenn du das alles verstanden hast, glückselig bist du. Wenn du das nicht verstanden hast und nicht akzeptierst, dann tut es mir leid für dich. Dann hat Jesus die Wahrheit gesagt. Und er sagt immer die Wahrheit. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört er nicht, weil er nicht aus Gott sei. Halleluja! Jesus ist der wahrhaftige Gott. Ne? 1:34, okay. Ach, ich werde zu müde für das alles, immer das Gleiche zu erklären und zu wiederholen. Sevin, alle Achtung, du hast wirklich sehr großes Wissen. Ich sage dir, ich hätte kein Wissen ohne den Heiligen Geist. Ich hätte kein Wissen ohne den Sohn Gottes. Jesus sagt, der Geist Gottes wird euch alles belehren und euch offenbaren. Und was zukünftig kommen wird, das wird euch sagen. Also, alle Ehre den Herrn dafür. Wenn die Welt euch hasst, dann vergisst nicht, dass sie mich vor euch gehasst hat. Ja. Okay, aber ihr sagt, dass Jesus ist der Sohn und dann sagt ihr, Jesus ist Gott. Ja, du hast, ganz kurz nochmal. Ich möchte noch das abschließen für 2 Minuten, weil ich höre das so oft von euch Muslimen. Ja, ihr sagt aber, er ist der Sohn von Gott, aber ihr sagt dann auch, dass er Gott selbst ist. Du musst verstehen, wir haben den allmächtigen Vater, ne? Der ist in der Monarchie und in der Quelle die Quelle. Aus dem allmächtigen Vater haben wir sein Wesen, seine Weisheit, sein ewiges Leben, sein ewiges Wort, seinen Sohn, sein ewiges Wort. Und dann haben wir noch den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht und in dem Sohne Gottes ruht. Und das ist der eine wahre lebendige Gott, Jahwe. Wenn da steht im Alten Testament der Herr großgeschrieben, kannst du dir vorstellen, dass die 3 Komponenten beinhaltet sind.
So, wenn wir sagen Sohn Gottes, dann meinen wir die zweite Person Jahwes, und die zweite Person Jahwes, sein ewiges Wort, ist Gott selbst. Im Anfang war das Wort Jesus, und das Wort Jesus war bei Gott dem Vater, und das Wort war Gott selbst. Das Wort ist Gott selbst. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins, durch den Heiligen Geist. Also wenn wir sagen Sohn Gottes, dann meinen wir die zweite Person Jahwes, Gott selber. Du hast recht, Bruder, sagst du, Ronald. Ronald, Gott segne dich. Laura, Gottes Segen. Leute, wisst ihr, was ihr in Zukunft mehr machen müsst? Ich bin nicht like-geil oder so, mich interessiert diese ganzen Likes nicht, aber liked, damit die Menschen diesen Stream sehen, das nächste Mal von Anfang an. Also liked auf jeden Fall den Stream das nächste Mal von Anfang an, damit die Leute den Stream sehen. Wie kann ich meinen Glauben stärken? Indem du das Wort Gottes liest, danach lebst und auf jeden Fall betest, ne? Jeden Tag aufs Neue dein Kreuz auf dich nimmst und Jesus nachfolgst. Edo Bricho Ahuno, ich glaube, das ist Aramäisch. Hast du Aramäisch gesprochen? Aber Gott segne dich. Wie sagt man auf Aramäisch nochmal? Es gibt so einen Begriff dafür. Ich habe es vergessen. Aramäisch, eine sehr, sehr schöne Sprache. Aramäisch ist sehr, sehr schön. Okay, ich verstehe, wer ist dann Gott? Also ich habe es dir schon gesagt. Wenn im Alten Testament steht, Herr groß geschrieben, dann ist das Gott umfassend in seinen drei einigen Wesen. Wenn da steht im Neuen Testament, Herr Kyrios klein, dann haben wir den Sohn Gottes, das ist die zweite Person. Wer ist dann Gott? Wer ist dann Gott? Wir haben einen Gott, Jesus ist das Ebenbild, der Sichtbare, der aus dem Vater kommt, ne? Dann hat das nicht verstanden. Ja, das Wort Gottes kannst du auch nur geistlich beurteilen, auf jeden Fall. Joe, danke für dein Herz. Gott segne dich, Joe. Jesus Christus, der einzige wahre Gott. Amen. 1. Johannes 5, Vers 20. Bruder, ich suche eine Gemeinde. Okay. Dann guck auf Google oder in deiner Nähe einfach nach einer Gemeinde und dann besuch. Nicht jede Gemeinde ist perfekt, nicht jede Kirche ist perfekt, aber auf jeden Fall kannst du Erfahrungen sammeln, in denen du einen Sonntag mal hingehst und dir das anschaust, ne? Und dann, wenn es dir nicht gefällt, dann gehst du woanders hin das nächste Mal und guckst auf jeden Fall, wo du am besten reinpasst. Du schaltest jedes Mal die Kommentare aus. Ich schalte nur die Kommentare aus, wenn es im Chat antichristlich und dämonisch wird, auf jeden Fall, und wenn ich was erkläre. Gehst du zum Freitagsgebet? Nein, ich bete Gott den Vater nicht fünfmal am Tag Richtung einen Stein an und ich muss nicht Gott den Vater in einem Gebäude anbeten. Ich bin der Tempel Gottes, sagt Jesus. Mein Körper ist der Tempel Gottes. Und ich bete den Vater im Namen Jesus Christus überall und zu jeder Zeit an. Shlomo, Gottes Segen. Shlomo, hi, Gottes Segen. Shalom. Bruder, lies mal die Leute Sahih al-Bukhari 6205 und Offenbarung 19,16. Ich weiß, was du damit meinen möchtest mit Allah, der fürchtet sich vor dem, der sagt König der Könige, Jesus, der selber bezeugt, dass er König der Könige ist. Aber ich brauche das nicht. Ich habe schon so viele Sachen gesagt. Ich brauche das jetzt nicht auf jeden Fall im Livestream extra zu zeigen. Es bringt sich sowieso nicht, auch wenn ich das zeigen werde. Ich habe das letzte Mal so einen klaren Beweis gegeben aus Koran und Hadithe für die Muslime, aber sie wollen nicht hören. Sie verleugnen sogar ihre eigenen Belege und ihre eigenen Schriften. Also was soll ich da bitte erreichen? Wie kann Gott sein eigener Sohn sein, indem der Vater sein Wort hat? Ne? Also der Vater hat sein Wort und sein Wort ist ewig, wenn Gott spricht. Und sein Wort ist sein Wesen, sein Sohn. Okay, aber du solltest Respekt haben für andere Religionen. Nein, sollte ich nicht.
Wenn ich weiß, dass eine Religion vom Teufel abstammt, zum Beispiel, dann respektiere ich nicht den Teufel hinter dieser Religion. Ich respektiere den Menschen, ich liebe jeden Menschen, aber ich respektiere nicht eine Religion, die fundamentiert ist auf vom Bösen. Nein, du bist nicht mein Vater, dass du mir sagst, was ich tun und lassen habe, ne, mein Lieber. Denkst du, die Babytaufe ist biblisch? So, ich sage euch jetzt ganz klar meine Meinung dazu. Und dazu schließe ich die Kommentare, damit ich nicht gestört werde. So, Babytaufe, alles klar. Die ganzen Freikristen und die ganzen Protestanten, die sich leider auch nicht beschäftigen mit der apostolischen Kirche und mit dem Dogma oder mit dem Katechismus und so weiter, wo ich mich auch noch nicht beschäftigt habe, aber es noch in Zukunft tun werde. Aber ich habe genug Ahnung, um jetzt dir eine Antwort zu geben aus apostolischer Sicht und aus evangelischer Sicht oder freikirchlicher Sicht. So. Die meisten Freikirchler würden sagen, ja, unbiblisch, alles klar, schön. Ich sehe auch in der Heiligen Schrift nicht viele Kinder oder Babys, die getauft wurden. So. Aber dennoch, wenn du in Apostelgeschichte 2,38 liest, lesen wir mal das zusammen. Apostelgeschichte 2,38. Wo haben wir den Vers? Hier. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ihr müsst den Vers weiterlesen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Auch den Kindern gilt die Verheißung der Taufe, steht hier. So, nehmen wir das Beispiel. Hier steht, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Problem ist, meine lieben Geschwister im Herrn, hört auf zu urteilen, wenn ihr keine Ahnung habt. Das ist das Problem. Wenn ihr keine Ahnung habt, dann lasst euch belehren und dann gibt eine Antwort. So, hier steht, die Verheißung gilt auch den Kindern. Ihr müsst verstehen, wenn, sagen wir mal, wir haben eine christliche Familie, Maria und Josef. Und jetzt nehmen wir aber nicht Jesus, sondern ich möchte jetzt nicht die königliche Familie aus der Bibel nennen, ich möchte jetzt eine random Familie nehmen. Sagen wir Maria, Josef und Lukas, alles klar? So, Maria, Josef und Lukas. Lukas ist ein Baby, das aber schon in einer christlichen Familie orthodox hineingeboren wird. Muss das orthodoxe Baby oder das Kind erst warten, bis es in einem bestimmten Alter kommt, um die Verheißung zu bekommen, obwohl es in eine christliche Familie hineingeboren ist? Nein, das Baby oder das Kind kann schon die Verheißung bekommen, weil die Eltern das Kind mit ihrem Heiligen Geist schon gesegnet haben und das Kind kann getauft werden, weil es in einem christlichen Haushalt durch die Theosis, wie die Orthodoxen sagen, geheiligt ist. Und das ist vollkommen okay. So, jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel. Alan, ich bin das Beispiel jetzt. Ich war 18 Jahre Muslim, ich bin nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen, ich bin erst zum Glauben gekommen. Der Vater hat mich erst später auserwählt und mich bei meinem Namen gerufen. Keine christliche Familie, nichts dergleichen. Da spricht Petrus zu mir, jetzt tust du Buße, Alan, und lässt dich jetzt taufen. Und deshalb auf jeden Fall, jeder Mensch, der in eine christliche Familie hineingeboren wird, der kann die Verheißung als Kind schon haben und sich taufen lassen. Jeder, der erst später zum Glauben kommt, der soll sich erst dann taufen lassen, wenn er an den Sohn Gottes glaubt. Versteht ihr diese Logik dahinter? Wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr es endlich begriffen. Danke, mein Bruder, sehr gerne. Sehr schön erklärt. Amen, ja. Ich bin Moslem, aber ich habe Respekt für andere Menschen und andere Religionen. Ja, schön für dich auf jeden Fall. Das ist sehr schön für dich, mein Lieber. Ich urteile dich auch nicht, aber ich respektiere nicht Religionen, wo ich weiß, dass der Teufel dahinter steckt, um die Menschen zu täuschen. Und so war es schmerzhaft klingt und sehr hart für dich klingt, ist Islam nicht von dem Gott der Bibel.
Dein Gott hat nichts zu tun mit unserem Gott. Und wir wissen, Jahwe ist der einzig wahre, lebendige Gott. Das ist kein Hetzen, das ist kein Beleidigen. Beschäftige dich mit den Worten, die ich gerade ausgesprochen habe, theologisch selber mit dem Injil, mit dem Alten und mit dem Neuen Testament, ob ich die Wahrheit sage oder ob ich Blödsinn rede. Und dann wirst du theologisch im Alten und im Neuen Testament erkennen, dass dein Allah überhaupt gar nichts zu suchen hat mit dem Gottesbild der Bibel und auch die Aussagen und das Dogma des Islams nichts zu tun hat mit der Bibel. Ja. Jesus ist nicht Gott, sagst du, ja, mein lieber Mahmoud, ja, was soll ich zu dir sagen? Ich bin müde, das immer aufzusagen. Das ist nicht der Geist des Herrn, der aus dir das sagt. Ich wurde vor 15 Jahren der Kirche getauft, meiner Tochter auch, als ich kirchlich geheiratet habe. Okay, sehr schön, ja. Danke, Alan, wir haben die... Warte, meine Augen. Danke, Alan, wir danken dir. Man merkt, wie der Heilige Geist durch dich spricht. Dankeschön. Mexa, Gott segne dich. Danke, User, weiser Outlaw, für dein Geschenk. Gott segne dich. Jesus ist der Diener Allahs. Ja, da spricht auch der Geist des Feindes aus dir für diese Aussage. Kann ich mich jetzt taufen lassen? Ja, klar kannst du dich taufen lassen. Wenn du an den Sohn Gottes glaubst, kannst du dich taufen lassen, klar. Danke, Joe, für dein Geschenk. Gott segne dich. Danke, weißer Outlaw, auch für deine Rosen. Allah betet zu Jesus. Endlich, auf jeden Fall. Eine krasse Antwort. Allah betet zu Jesus. Genau, das stimmt. Der Vater verherrlicht den Sohn. Der Vater verherrlicht den Sohn. Der Vater betet sogar zum Sohn und der Sohn zum Vater. Kommunizieren in der Einheit. Gott ist nur Liebe, wenn Gott Echad eine Einheit ist. Und das ist Gott. Aber vor 15 Jahren in der Kirche taufen lassen. So. Wenn du in einem christlichen Haushalt, wie gesagt, aufgewachsen bist und damals vor 15 Jahren getauft worden ist, dann ist deine Taufe gültig. Dann hast du die Verheißung durch Apostelgeschichte 2,39 auf dir. Du musst dich da nicht extra taufen lassen. Damals war ich der andere Meinung auf jeden Fall, aber jetzt habe ich endlich verstanden, warum die apostolische Kirche genauso glaubt, wie sie auch glaubt. Du machst so viele Sünden gerade, ich mache keine Sünden. Ich weiß, wann ich sündige und der Geist Gottes wird betrübt, wenn ich sündige. Ich erzähle der Wahrheit, aber dein antichristlicher Geist erklärt die Wahrheit als Lüge und für dich ist es Sünde, für mich ist es Tatsache, was ich hier gerade sage. Welche Sprache sprichst du? Ich bin Kurde aus Syrien, bin in Syrien geboren und bin seit 24 Jahren in Österreich. Man sollte nur die Bibel im Mittelpunkt haben und nicht darüber hinausgehen. Ja. Was ist Taufen? Taufen auf jeden Fall ist das Wasserbad als neue Schöpfung in Christus, was ihr Muslime auch nicht habt. Ne? Ihr könnt euch nicht taufen lassen und ihr habt auch nicht die Taufe. Ihr habt nicht die Verheißung des Heiligen Geistes. Das ist das Problem. Dass du nicht mal weißt, was Taufe ist, bezeugt auf jeden Fall, dass nicht die Weisheit des Herrn des Geistes auf dir ruht und bezeugt. Das ist traurig. Du bist sehr stark im Herzen mit Gottes Hilfe. Ronald, der Herr segne dich, mein Lieber. Herr Memo, ich dachte, du wolltest... Okay. Was hältst du von der Fürbitte bei Heiligen? Habt ihr keine Ahnung dazu, obwohl ich orthodox bin? Was ich für die Orthodoxen sagen kann, ist auf jeden Fall, dass Paulus selber für Fürbitte bittet. So. Und wenn sie jetzt sagen, nein, wir dürfen nicht für bei toten Menschen bitten, dann ist es aber falsch, weil Lukas 16 sehen wir, dass selbst die sogenannten Toten selber sehen, was im Totenreich und im Himmel geschieht. Vater Abraham. Ist Vater Abraham tot? Oder war der lebendig in Lukas 16? Also wie gesagt, ich verstehe die apostolische Kirche, wenn man die Liebe des Christus mal offenbaren lässt und nicht ein Online-Christ ist und nur auf andere sich beeinflussen lässt und selbst ernannte Wiedergeborene, wie man sie auf TikTok kennt, und sie alle verurteilen und hassen, die katholisch oder orthodox sind. Wenn du die Liebe des Christus in dir hast und die Wahrheit in dir ist, wirst du dich damit beschäftigen und ich hoffe auf jeden Fall, dass dir die Augen auch geöffnet werden, weil es gibt keinen Hass gegen Katholiken, es gibt keinen Hass gegen Orthodoxen, es gibt keinen Hass gegen Protestanten. Es gibt in jeder Konfession Menschen, die für Jesus brennen und als persönliche Retter und Erlöser angenommen haben, ob katholisch, orthodox oder evangelisch oder sonst was. So, es muss einfach nur dieser Punkt kommen, wo du sagst auf jeden Fall, ich beschäftige mich und laber nicht einfach nur unwissende Sachen. Ne? Man muss sich schon beschäftigen.
warum die Katholiken so glauben, warum die Orthodoxen so glauben, warum die Protestanten so glauben. Ne? Aber Kindertaufe ist nicht biblisch, oder? Ich habe es vorhin schon erklärt, ich brauche mich nicht immer zu wiederholen. Leute, bitte. Falls du davor nicht dabei warst, dann tut es mir leid, aber ich habe es vorhin wirklich schon sehr tiefgründig erklärt. Bester Mann, Gott segne dich. Danke für die ganzen Geschenke vorhin. Ne? 2 Stunden online, alles klar. Die Orthodoxie ist der Ursprung des Christentums. Die apostolische Kirche, absolut, ist der Ursprung. Ich liebe Jesus doch selbst als Muslim, ich beleidige euch nicht. Du liebst Jesus nicht. Jesus sagt, wer mich liebt, der haltet meine Gebote und tut den Willen des Vaters. Was ist der Wille des Vaters, meine liebe Muslime, wenn du sagst, du liebst Jesus? Der Wille des Vaters, Johannes 6. Das ist der Wille meines Vaters, der mich gesandt hat, dass jeder Mensch, jede Seele, die den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Tust du das als Muslime? Glaubst du an den Sohn Gottes? Hast du das ewige Leben? Wirst du auferweckt? Nein. Also sag nicht, du liebst Jesus, wenn du nicht die Worte von Jesus als eigentliche Liebe auch nicht anerkennst. Ne? Danke, Vivian, für dein Geschenk, Gottes Segen. Was heißt du von LGBTQ? Dämonisch, abwerflich, weltlich, teuflisch. Gegen die Natur des Heiligen Geistes und gegen das Wesen Gottes und gegen die Gebote Gottes. Willst du irgendwann einmal heiraten? Ja, möchte ich. Nein, weil Jesus ist kein Gott. Genau dir habe ich vorhin extra 10 Minuten die Gottheit Jesu erklärt und jetzt bist du da wie ein verstumpfter antichristlicher Geist und bezeugst weiterhin den Geist, der in dir wohnt. Also, was soll ich euch sagen? Da sieht man, dass es sowieso nichts bringt. Ich kann von 1. Mose bis Offenbarung, kann ich die Bibel euch erklären. Wirklich, ich kann euch alle Verse nennen für die Gottheit Jesu aus dem Alten und dem Neuen Testament. Es bringt sich nichts. Nur der Vater im Himmel kann dir offenbaren, wer Jesus ist. Und wenn dein Geist nicht bezeugt, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann ist es der teuflische, antichristliche Geist, der dich täuschen lässt, nicht an den Sohn Gottes zu glauben. Weil Jesus gesagt hat, nur mein Vater im Himmel kann den Menschen bezeugen, wer ich bin. Und der Vater, der durch den Heiligen Geist mir die Gabe gegeben hat und ich an den Sohn Gottes glaube, bezeuge aus meinem Geist die Tatsachen und die Wahrheiten des Evangeliums, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und wenn du da kommst und genau das bezeugst, was der Geist des Teufels, des Antichristen aus der Bibel ausmacht, nämlich was macht der Geist des Teufels, des Antichristen? Der Geist des Antichristen leugnet den Sohn Gottes, was alle Muslime tun. Der Geist des Antichristen leugnet die Kreuzigung und das Werk Gottes durch Christus. Genau das leugnet dein Allah und dein Geist, der laut der Bibel, der Geist des Antichristen ist in dir. Und nur der Vater im Himmel kann dir offenbaren, wer Jesus eigentlich ist. Wenn du sagst, ich glaube an deinen Isa, dein Isa existiert nicht. Wenn du sagst, Gott hat keinen Sohn, sage ich dir, du wirst getäuscht vom Feind. Beschäftige dich mit dem Injil theologisch selbst und dann überzeuge dich und komm in meinen Livestream. Aber wenn du ohne Ahnung von der Bibel und von dem Koran kommst und irgendwelchen Blödsinn hier reinschnapperst, dann interessiert das keinen Menschen. Ey, ich sag's euch, im Namen Jesus Christus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich sag's euch, Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, gepriesen seist du in Ewigkeit. Erbarme dich über mir, einen Sünder. Herr, vergebe mir für meine Impulsivsein und für mein Dasein jetzt gerade. Aber es ist genau das. Wenn du sagst, Gott hat keinen Sohn, aber im Alten Testament steht überall, dass Gott einen Sohn hat, dann sag einfach, dass dein Mondgott, dein babylonischer, dämonischer Gott, den du anbetest, 5-mal am Tag Richtung einen Stein, dass er keinen Sohn hat. Wenn er keinen Sohn hat, schön für dich. Aber ich weiß, dass sogar dein Mondgott, den du Gott nennst, 3 Töchter hat. Al-Manat, Al-Wuzat, Al-Alat. Und das sind die 3 Töchter, die die Quraishis gesagt haben, Allah, seine 3 Töchter, die Gebete zu Allah bringen. Aber nimm nicht Theos in deinen Mund und auch nicht das germanische Begriff für Gott, nämlich Gott selbst. Wenn du sagst, Gott hat keinen Sohn, bist du ein Lügner. Der Feind spricht aus dir, weil Gott sagt im Alten Testament, ich möchte den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er, der Vater, hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.
Ich bitte euch von ganzem Herzen, beschäftigt euch mit dem Injil. Jeder, der nicht an den Sohn Gottes glaubt, ist unter der Herrschaftsmacht des Teufels. Er kann nur herausgerettet werden von der Finsternis zum Licht, wenn er glaubt an den Sohn Gottes. Ich bitte euch von ganzem Herzen, das ist Tatsache. Ihr seid nicht von dieser Welt, meine lieben Geschwister im Herrn, meine lieben Christen. Da ihr nicht von der Welt seid, darum hasst euch die Welt und die Welt hört nicht auf euch, die Welt hört nicht auf mich, weil sie von der Welt sind, die Muslime, die Atheisten, die Buddhisten, darum vertrauen sie sich an der Welt an und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott und durch Gottes Geist wiedergeboren. Wer aus Gott ist, der hört auf uns, wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Sie haben schwere Ohren, sie sind blind, sie sind die Verheißung von Jesaja, die gesagt haben, er hat ihre Augen geblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Wie die Juden damals, die Pharisäer, die meisten, die nicht an den Sohn Gottes geglaubt haben, diejenigen, die auch genannt wurden, Kinder des Teufels. Da kriege ich Gänsehaut. Warum wurden die Pharisäer in Johannes 8,44 Kinder des Teufels genannt? Weil sie das Zeugnis des allmächtigen Vaters abgelehnt haben wie die Muslime. Was würde Jesus zu den Muslimen sagen? Genau das Gleiche, was Jesus zu ihnen gesagt hat, dass sie den Teufel zum Vater haben. Darum bitte ich euch, wenn ein Christ dir sagt, du bist ein Kind des Ungehorsams, was die Schrift sagt, wenn die Bibel sagt, wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, der ist noch unter der Herrschaftsmacht des Teufels, dann bitte ich dich, schalte dein Gehirn ein als Muslim und geh zurück in den alten Schriftgelehrten, wie im Koran steht, das Injil, die Bibel, und lies es. Lauf weg und lies es. Du weißt nicht, wann du stirbst. Und ich sage euch, ich verwette meine rechte Hand, meinen Körper und meine Seele dafür. Nach deinem Tod wirst du nicht ein Gottesbild wie im Islam sehen. Du wirst diesen Allah, der im Koran sich so offenbart, nicht sehen. Du wirst kein Mohammed sehen, kein Krishna, kein Buddha, kein irgendwer, der sich Gott genannt hat, nur einer, der gesagt hat nach seiner Auferstehung, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus Christus, der zu Rechten des allmächtigen Vaters sitzt und er ist mein himmlischer Vater. Ich weiß und ich kenne meinen himmlischen Vater. Und darum auf jeden Fall sage ich dir voller Liebe und Barmherzigkeit, beschäftige dich endlich mit der Bibel, bevor du hier irgendwelche Hirngespenster-Aussagen gibst und geistlichen Dünnschiss von dir gibst, dass keine von uns Christen anerkennen wird, wenn wir Aussagen von euch hören, wie zum Beispiel Gott hat keinen Sohn, hört das der Geist Gottes und der Geist Gottes korrigiert dich aufs Neue. Jeder Christ würde sagen, du bist ein Lügner, der Feind spricht aus dir, wenn du nicht den Sohn Gottes bezeugst. Wir beurteilen eure Aussagen geistlich. Wenn ihr sagt, Allah ist unser Gott und der Einzige, beurteilen wir das mit dem Gott der Bibel. Steht das zu, dass deine Aussage, ist es auf die Wahrheit beruht durch den Heiligen Geist? Eben nicht, wenn du sowas behauptest als Muslim. Und ich erkenne in den Kommentaren die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels des Ungehorsams. Das ist nichts, was Hetzen ist. Es ist Tatsache, Epheser 2, ich war selber ein Kind des Ungehorsams. Ich selber, du auch. Jeder von uns. Aber derjenige, der reingewaschen worden ist, der hat begriffen, was Wahrheit ist. Guck mal, ich erkläre dir das aus Epheser 2. Wird am besten das erklärt. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich über mir, ein Sünder, oh Herr, bitte vergib mir, öffne, Vater, im Namen Jesus Christus, derer Augen, die schwer sind, Herr, lass die Menschen erkennen und jede Seele auf dieser Erde, dass du, Herr Jesus, der Weg und die Wahrheit und das Leben bist, dass es keinen weiteren lebendigen Gott gibt außer dir, oh Herr, und dass du die einzige Rettung, Apostelgeschichte 4,12 bist. Ich bete wirklich für euch jeden Tag und jeden Tag werden sogar Seelen gerettet. Letzten, heute, tut mir leid, meine Augen, so jetzt. Heute hat mir ein Muslim geschrieben, Alan, ich glaube, ich werde Christ. Und dann hat er mir die krassesten Beweise gegeben, warum er überhaupt Christ werden möchte. Dann habe ich mir das alles angehört, er hat mir Sprachnachrichten geschickt, war ein Muslim. Ich habe gesagt, krass, wie Gott in dein Leben, wie Jesus in dein Leben gerade wirkt. Das ist kein Zufall mehr. Und dann habe ich ihm mit ein bisschen gesprochen und hat gesagt, Alan, wirklich, du sagst die Wahrheit, habe ich gesagt, alle Ehre dem Herrn. Und ich bete auf jeden Fall, dass alle Muslime sind, wie du gerade mit mir sprichst. Jesus hat sich dem offenbart, ganz klar, aber nicht so, wie die meisten denken. Er hat sich diesem Muslim offenbart. Jesus möchte das bei jedem Muslim machen.
Bei jedem einzelnen Muslim. Jesus sagt, ich bin an der Tür und klopfe an. Jeder, der meine Stimme hört, in dem werde ich reinkommen und werde das Mahl mit ihm essen. Ich und mein Vater im Himmel werden uns diesen Menschen offenbaren. Aber dafür musst du selbst auf die Knie gehen, nicht deine Robotergebete sagen, deine Rakats, deine Sure aufzusagen und deine Füße und deine Hände zu waschen, um überhaupt zu Gott zu beten. Nein, demütig auf die Knie, so wie du bist und sagst, Gott, der du Himmel und Erde geschaffen hast, wenn du Jesus bist, wenn dieser Typ gerade die Wahrheit redet, dann offenbare dich mir. Ich möchte dich anerkennen. Wenn du im Himmel der bist, der du behauptest, auf der Erde zu sagen, dass du Jesus gesagt hast, mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Wenn das wahr ist, was du sagst, Herr Jesus, dann zeige es mir. Und wenn du als Muslim das sagst, dann kann Gott mit dir arbeiten. Aber wenn du, solange du antichristlich bist und dämonische Aussagen tätigst, nein, Gott hat keinen Sohn, nein, 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 Jesus ist kein Gott und das und bla bla bla, dann wirst du niemals Erkenntnis gewinnen, da wirst du niemals vom Heiligen Geist überführt werden zur Wahrheit. Wenn du alles abstreitest, ohne überhaupt die Möglichkeit gehabt hast, die Bibel zu lesen oder auf die Knie zu gehen, dann ist es deine eigene Herzensverstockung gegenüber der Wahrheit und dem Heiligen Geist. Dann bist du ein Narr. Hör auf, ein Narr zu sein, sei ein Mann und geh auf deine Knie und frag Gott selbst, ob ich Blödsinn rede oder ob ich Wahrheit rede. Ich kann es mir nicht erlauben, Blödsinn zu reden. Ich werde Rechenschaft ablegen als Lehrer und als Evangelist, der ich das Wort predige hier auf TikTok. Ich werde für jedes Wort, muss ich Rechenschaft ablegen. Und darum auf jeden Fall, falls ich was falsch gesagt habe, Vater, vergib mir. Aber ich weiß, dass ich alles, was ich gesagt habe, die Wahrheit ist. Außer vielleicht ein, zwei Worte, die ich falsch ausgesprochen habe. Aber ich weiß, dass ich die Wahrheit sage. Da brauche ich nicht irgendeinen Muslim, der sagt, du lügst. Ich weiß, wann ich lüge. Da werde ich im Heiligen Geist betrübt. Da betrübt sich der Geist Gottes in mir, wenn ich eine falsche Aussage tätige. Dann weiß ich selber, wenn ich was falsch sage. Da brauche ich nicht irgendeinen Muslim, der sowieso alles, was er hört vom Heiligen Geist, abstempelt als Lüge, weil das ist der antichristliche Geist. Er hört die Wahrheit, bam, für ihn Lüge. Er hört die Lüge, bam, Wahrheit. Epheser. Und jetzt passt auf. Viele von euch haben das noch nie gehört. Passt jetzt auf, was hier steht. Epheserbrief Kapitel 2. Guck mal. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Hier redet Paulus über alle Menschen, bevor sie Jesus angenommen haben. Der natürliche Mensch. Er spricht über den natürlichen Mensch, der die Sünde hat. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr alle Christen, alle Menschen, nicht nur Muslime, Atheisten, hier geht es über uns, hier spricht Paulus über alle Menschen, in denen ihr alle einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten. Wow! Wer ist der Fürst dieser Welt? Der Teufel, der Satan. Jeder ist in den Fußstapfen des Feindes, bis er was zu Jesus findet. Und das lesen wir hier. In denen ihr alle einst gelebt habt. Viele Christen, ich, Ex-Junkie, Ex-Drogenabhängiger, Ex-Häftling, Ex-Irgendwas, bla bla bla. Aber jetzt sind wir in das nicht mehr. Jetzt sind wir keine Lügner mehr. Jetzt sind wir auf jeden Fall keine Diebe mehr. Jetzt sind wir keine Drogenabhängigen mehr. Jetzt sind wir was? Reingewaschen. Ne? Und das, meine lieben Muslime, das braucht ihr. Ihr seid immer noch unter der Herrschaft des Fürsten des Satans. Jeder Mensch, war ich auch. Ich bin gerettet worden. Ihr Muslime, Atheisten, Buddhisten, ihr seid es immer noch. Ihr seid nicht reingewaschen worden, weil ihr das Zeugnis des Vaters nicht glaubt. In denen ihr alle einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, dem Satan, der in der Luft herrscht, im zweiten Himmel, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt.
Der ist der Geist des Ungehorsams. Der Geist des Ungehorsams ist jeder Mensch, der den Sohn Gottes verleugnet, nicht wiedergeboren ist und die Lüge des Vaters der Lügen, nämlich der Teufel, ihn täuscht. Jede Seele ist ein Kind des Ungehorsams, jeder Geist, der nicht wiedergeboren ist. Unter ihnen führten auch wir Christen, damals alle einst unser Leben nach dem Fürsten, nach dem Teufel, in den Begierden unseres Fleisches, in denen wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns. Jeder Mensch ist von Natur ein Kind des Zorns, außer Christus natürlich, der vom Heiligen Geist gezeugt worden ist. Aber jeder natürliche Mensch ist ein Kind des Zorns, bis er Jesus Christus findet. Alle sind unter der Herrschaftsmacht des Teufels, die nicht den Heiligen Geist haben. Alle, die nicht den Heiligen Geist haben, die werden getäuscht vom Geist des Ungehorsams. Das steht hier. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seine großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir damals tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt in den himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Jeder Mensch ist von Natur ein Kind des Zorns. Er kann nur aus der Herrschaftsmacht des Teufels gerettet werden durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist und wenn er an den Sohn Gottes glaubt. Und demnach ist jeder Muslim, jeder Atheist, jeder, der nicht den Heiligen Geist hat, immer noch unter der Herrschaft des Fürsten des Satans. Und darum predigen wir das Evangelium zu euch Muslimen, zu euch Atheisten, zu euch Buddhisten, damit ihr die Wahrheit erkennt. Und Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn euch nun der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ja. Ich erkläre das sogar idiotensicher, damit das jeder versteht. Also das, was ich sage, wiederhole ich immer, ich mache das idiotensicher. Also wenn jemand dann immer noch sagt, du laberst oder was redest du, dann weiß ich auf jeden Fall, was Jesus gesagt hat, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes, darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Dann ist es nicht mein Problem, dann ist es der Feind in ihm, der einfach nicht zuhören möchte. Leute, ach. Munafik, du, ja. Bete weiter Richtung deinen Stein. Ich hab genug gesagt. Die Religion des Christentums kam aus Palästina, aus dem Nahen Osten, bevor sie nach Europa gelangte. Ja, eine Aussage eines Holzkopfes, was soll ich dazu sagen? Jesus akzeptiert alle Religionen. Falsch. Jesus sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Jesus sagt auf jeden Fall zu den Pharisäern, die nicht an ihn geglaubt haben, dass sie den Teufel zum Vater haben und es Böcke gibt, die Kinder des Teufels und die Schafe, die Kinder Gottes. Also Jesus akzeptiert nicht alles. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Jesus sagt, außer mir kommt keiner zum Vater. Würde Jesus Religionen akzeptieren, wenn er sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater? Denk über diese Worte nach. Jeside, wie geht es dir? Ja, genau, der nächste antichristliche Geist auf jeden Fall. Ich war 18 Jahre sunnitischer Muslim, aber auf jeden Fall schön,
dass du mein Vater bist und dass du weißt, dass ich Jeside war. Ich bin kein Jeside, ich bin syrischer Kurde. Und in unserem Derbesir al-Hasake waren wir sunnitische Muslime von Anfang an. Du Heuchler. Stumm mich, du Kafir. Du bist laut Johannes 4 der Kafir, der Richtung einen Stein anbetet. Die wahren Gläubigen, sagt Jesus in Johannes 4, beten zum Vater durch den Heiligen Geist. Und ich habe dein zweiten Konto auch gestummt, weil du beleidigst und du ein hasserfüllter, antichristlicher, dämonisierter Mensch bist. Und demnach auf jeden Fall bist du hier unerwünscht. Möge Gott dich segnen. Aber schön, dass du obest bist von mir, ne? Dass ich so eine Ausstrahlung habe, dass du mit zwei Kontos reinkommst. Ne? Jetzt warten wir auf das dritte Konto. Vielleicht macht meine Ausstrahlung sogar so viel mehr, dass du ein drittes Konto jetzt nimmst. Würdest du eine Muslima als Frau nehmen? Für kein Geld der Welt würde ich eine Muslima zur Frau nehmen. Niemals. Durch den Heiligen Geist auf jeden Fall. Könnte ich und kann ich nicht. Die Leute haben echt nichts zu tun. Leute, wer jagt hier? Hier spricht der Geist der Wahrheit. Der Feind muss sagen, da ist ein richtiger Christ, ein Mann Gottes ist in diesen Live. Kommt, meine Kinder des Antichristen, kommt. Lasst uns in diesen Live kommen, um ihn zu beleidigen, ihn zu hetzen. Kommt, meine lieben Muslime. Heide, Yalla, kommt in diesen Live. Lasst uns hier unsere Fatwa machen, unsere Taqiyya machen. Kommt. Ich sehe keine Atheisten, die mich beleidigen und gegen die Bibel hier sind. Ich sehe keine Buddhisten, ich sehe keine Hinduisten, ich sehe keine Agnostiker. Ich sehe nur Muslime, die sich angegriffen fühlen durch ihr antichristlicher Geist, weil wir die Wahrheit sagen und sie sowieso nur da sind, weil sie vom Feind geschickt worden sind. In Live seit einem Jahr ist das so, seit einem Jahr dieselben Geister, dieselben Menschen, dieselben Sachen. Da gibt's keine Atheisten, die das tun. Es gibt aber nur der Feind. Da erkennt man, dass sogar sie in ihrer eigenen Religion vom Feind kommen. Würden da Atheisten sein, würde ich sagen, okay, meine lieben Atheisten, dann fangen wir an, über den Ursprung des Universums zu sprechen. Aber hier sind da Geister. Hier sind besonders Geister, die gegen den Heiligen Geist sind, die gegen die Kreuzigung und das Kreuz sind und gegen die Wahrheit sind. Und das sind die Feinde des Kreuzes. Wer sind die Feinde des Kreuzes? Kinder des Ungehorsams. Das sind die Worte des Herrn Jesus. Und der Vater sagt, solange diese Feinde des Kreuzes nicht unter dem Schemel deiner Füße sind, mein Sohn, wird es keinen Frieden geben. Und im Nahen Osten wird es sowieso keinen Frieden geben, ohne Christus. Und die meisten sind sowieso Zehnjährige, ne? Wie zum Beispiel der, was gerade hier geschrieben hat, zwei, dreimal. Wurdest du mal draußen von einem Muslim dumm angemacht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann mich nicht erinnern. Ich habe sogar Komplimente bekommen von denen. Ah, das ist der TikTok-Prediger, der Berühmte, hat ein Muslim mal gesagt, als ich Richtung Aldi war, ne? Habe ich so angeguckt, habe ich ein bisschen gelächelt. Also der hat nicht beleidigt. In Frankfurt war ich mit Muslimen, die kennen mich von TikTok, mit denen habe ich auch theologisch ganz normal gesprochen. So, was gab es da noch? Einige wollten Fotos machen, aber ich will diesen Ruhm nicht, ich will diese Fangeilheit nicht. Fotos wollten die machen, aber beleidigt so richtig, nee, und angegriffen können sie nicht. Also, glaub mir. Was würdest du den Muslimen über die Kreuzzüge sagen? Auf jeden Fall, das sind Verteidigungsanliegen der Kirche gegenüber der Heiligtümer. Ne? Stell dir vor, jemand kommt zu dir nach Hause und nimmt dir von deinem Zuhause dein Zuhause weg. Würdest du dein Zuhause verteidigen oder nicht? Absolut. So. Dann kommen sie mit Dschihad. Dschihad auf jeden Fall seit 1400 Jahren. Christen. Wie viele Christen und Juden sind gestorben durch den Dschihad? Weil Allah ihnen aufträgt, die Kuffar zu töten. Sura 2, Sura 4, Sura 6, Sura 8, Sura 9 und so weiter. Ein klarer Unterschied durch Kreuzzüge, die einmal geschehen sind und einen offensichtlichen Dschihad. Und Allah sagt sogar, wenn ihr nicht Dschihad macht, wenn ihr nicht gegen die Kuffar kämpft, ne, Juden und Christen, ne, sie nennen ja uns Kuffar, Ungläubige, obwohl sie laut Johannes 4 die Ungläubigen sind, aber sie verstehen es ja nicht.
So, und Allah sagt sogar, wenn ihr nicht Dschihad macht und nicht sie tötet und sie verjagt, dann wird Allah sie sogar bestrafen. Könnt ihr euch das vorstellen? Allah bestraft sie, wenn sie nicht. Und das sind die ganzen Euro-Shisha-Muslime, die in Europa leben, aber uns nicht angreifen. Das sind laut dem Islamisten und, so, und laut Koran Munafiks. Ne? Munafiks, die nicht den wahren Islam praktizieren, den Mohammed praktiziert hat und der im Koran auch geschrieben steht und in den Hadithen. Was steht im Hintergrund? Jesus ist Gott. Muss man sich als Christ auch bedecken, beim Weissagen und beim Beten. Machst du keine Fotos mit Leuten? Also wenn mich jemand auf der Straße nach einem Foto fragt, werde ich natürlich ein Foto machen, aber ich will nicht diesen Ruhm und diese ganzen, ich bin jetzt Fame, nur weil ich 40.000 Leute habe oder so, und das möchte ich nicht. Aber wenn jemand ein Foto möchte, kriegt er ein Foto. Warum sitzt du vor das Bild von Jesus? Wer hat gesagt, dass das Jesus ist? Du willst einen deutschen Pass? Keine Sorge. Ich brauche keinen Pass. Ich bin seit 24 Jahren in Österreich und sehr integrierter als deine Grammatik. Du bist so süß. Gott segne dich. Soll eine Frau laut der Bibel arbeiten und was denkst du darüber? Eine häusliche Frau ist biblisch. Und eine, wenn der Mann genug verdient und wenn der Mann die Familie ernähren kann, dann ist die häusliche Frau erwünscht als eine christliche Frau, absolut. Eine tugendhafte häusliche Frau. Warst du eigentlich schon immer Christ? Nein, ich war Muslim. Erklär mir mal bitte, sah Jesus wirklich so aus wie auf euren christlichen Bildern? Jesus hatte so wie meine Haut bisschen hellbraun, bisschen dunkel gemischt, hatte schulterlange Haare wahrscheinlich, war israelisch im Aussehen, halt nicht so wie diese ganzen weißen Jesusse und diese Jesusse, die gezeigt werden mit goldenes Haar, blondes Haar, schulterlang und weißes Gesicht. Also ich denke, dass Jesus das Grabtuch von Turin, was wir haben. Google mal das Grabtuch von Turin. Das bezeugt alles, was ich sage. Du kannst gerne googeln, das Grabtuch von Turin. Bitte lach mal. So, hier habt ihr mein Lachen. Weißt du, welche Sprache Jesus sprach? Aramäisch, Hebräisch, ja? Woher weißt du das denn? Weil Jesus aus dem Nahen Osten kommt, in einem Land Israel, wo es nicht üblich ist damals, dass es ein kunterbunter weißer Mensch ist, sondern gemischt. So habe ich Jesus auch gesehen. Halleluja. Gott segne dich, meine Schwester, dass du die Gnade hattest, den Herrn zu sehen. Wo steht das geschrieben, Alan, dass der Herr Jesus so ausgesehen hätte? Da steht nirgends. Wir wissen nur das Aussehen von seiner Herrlichkeit, auf jeden Fall, wenn er kommen wird. Ne? In Offenbarung 1 wird das erklärt. Aber wir gehen davon aus, dass Jesus auf jeden Fall bräunlich war. Nicht zu sehr, aber damals für die damaligen Verhältnisse im Nahen Osten, in Israel, wahrscheinlich nicht so ausgesehen hat, wie es auf den katholischen Bildern zum Beispiel gezeigt wird, sondern wie das Grabtuch, so ähnlich wie das Grabtuch von Turin oder wenn nicht sogar genau das Grabtuch von Turin. Wer ist das auf dem Bild? Also das ist nicht die Person Jesus Christus auf dem Bild hier zum Beispiel. Das soll Jesus darstellen, aber ist auf jeden Fall nicht Jesus selbst. Gott spricht durch den Geist. Nicht durch Jesus. Gott spricht durch den Geist, nicht nur durch Jesus. Okay, jetzt habe ich deine Aussage verstanden. Ja, absolut. Jesus spricht durch seine Kinder. Du bist so süß. Gott segne dich. Das Tuch von den Juden untersucht, diese Juden wurden dann Christen. Krass. Kennst du die Serie The Chosen? Ja, aber ich empfehle die Seele der Chosen nicht. Ja, dann deswegen, die Bibel sagt, macht auch kein Bildnis, auch wenn damals die Menschen den Herrn sahen.
Auf jeden Fall bin ich nicht der Meinung, ich bin der Meinung auf jeden Fall, dass man Jesus gesehen hat und dass man auf jeden Fall das so abbilden kann, aber es nicht anbeten soll oder verherrlichen soll. Ich denke auf jeden Fall, was in 1. Johannesbrief Kapitel 1, Vers 1 steht, das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist, aber dass du jetzt ein Götze machst wie eine goldene Kuh, das ist ein Bildnis und ein Götze. Aber dass du jetzt Ikonen oder andere Sachen so abstempelst, das würde ich nicht machen. So. Und Gott würde auch keine Kirche gründen und überall in der Kirche haben wir das zu sehen. Gott würde das nicht zulassen. Wenn du dann sagst, Gott würde das zulassen, so glaubst du auch einen Gott, der 600 Jahre uns täuschen kann und dann in den Islam bringen kann. Aber so an so einen Gott glaube ich nicht. Und ich glaube nicht, dass ein Gott eine Kirche gründet, um genau die Bestandteile so ausziehen zu lassen, wie sie es heute ist, und dass es für dich dann falsch wäre. Also ich glaube nicht an so einen Gott. Das ist meine Meinung. Du kannst meine Meinung nehmen, akzeptieren und daran glauben, schön. Oder du kannst meine Meinung hören, es respektieren und sagen, alles gut, das ist deine Meinung. Warum fühlst du die Chosen? Ich weiß nicht, biblisch ist. Du hattest eine richtige Entwicklung dieses Jahr. Arcana. Danke auf jeden Fall. Was meinst du damit genau mit der Entwicklung? Voll ruhig gerade. Ja. Ist Beten Pflicht. Wenn du Jesus liebst, wirst du auch zu ihm beten. Glaube braucht keine weltlichen Artefakte. Natürlich braucht Glaube keine weltlichen Artefakte. So. Aber was möchtest du mit dieser Aussage sagen? Möchtest du damit als Aussage sagen, dass man keine weltlichen Artefakte dann haben muss? Wir haben weltliche Artefakte, wir haben sie in den Kirchen, wir sehen das in den katholischen Kirchen, wir sehen das in den orthodoxen Kirchen, wir sehen das in den angelikalischen Kirchen. Braucht man das für den Glauben? Absolut nicht. Haben sie das, um auf jeden Fall das, was sie damals im, weiß ich nicht, 3., 400. Jahrhundert haben, seit heute, okay, schön. So, macht das jetzt eine Kirche verderblich, nur weil sie das haben? Absolut nicht. Also wie gesagt, Gott würde nicht eine Kirche gründen, um dann in der Kirche Dogmas zu haben, die bis heute standhaft durch den Heiligen Geist vertreten worden sind. Ich glaube nicht an so einen Gott. Ich glaube nicht an einen täuschenden Gott. Ich glaube, dass Gott seine Gemeinde und Kirche beschützt, ob es jetzt die apostolische Kirche ist oder angelikanisch ist, ob das jetzt eine freikirchliche Sache ist. Ne? Jesus liebt dich so sehr. Der Herr Jesus liebt dich auch. Wo willst du mal in Zukunft hinreisen? Ich möchte gerne nach Israel. Ich möchte gerne nach Galiläa, nach Nazareth. Ich möchte nach Bethlehem. Ich möchte zum Ölberg. Ich möchte zum Jordan. Ich möchte dahin, wo Jesus auch war. Das ist mein Wunsch. Gethsemane, ja. Was, wenn der Mann nicht gut genug verdient und ist es nicht erlaubt, als Frau nicht häuslich zu arbeiten? Also wenn der Mann nicht genug verdient, würde ich meiner Frau sagen, okay, mein Schatz, dann kannst du gerne, damit wir die Rechnungen bezahlen und gut leben können, dann geh, mein Schatz, arbeite doch 15 oder 20 Stunden. So, dann kannst du von deiner Komfortzone rauskommen von mir aus. Und dementsprechend auch deinen eigenen Betrag leisten. Aber wenn der Mann genug verdient, dann ist, sagt die Bibel ganz klar, ist eine häusliche, tugendhafte Frau erwünscht, die nach der Bibel lebt, den Maßstab des Heiligen Geistes, ein ruhiger Geist ist, Sprüche 31 auf jeden Fall, und sich dem Mann unterordnet, weil der Mann von Christus geleitet wird. Und weil der Mann von Christus geleitet wird, ein wahrer Mann Gottes, reden wir nicht von irgendwelchen Männern, die behaupten, Männer Gottes zu sein, sondern ein Mann Gottes wird durch Christus geleitet und leitet seine Frau mit in der Führung. Und darum, die Unterordnung ist keine Versklavung, die Unterordnung ist etwas von Gott gegeben, was von Anfang an war, weil Gott in seinem Bild Adam schuf und aus dem Mann schuf er die Männin, die Frau, die auf jeden Fall erst nach dem Mann kam. Und es ist nichts Verderbliches, eine häusliche Frau zu sein. Diese ganzen Feministen sind falsch und liegen falsch und sind gegen das Gottesbild. Meine lieben Frauen, glaub mir, ich sage die Wahrheit. Bist du schüchtern, wenn du eine Frau magst? Also wenn ich eine Frau sympathisch finde, dann bin ich nicht schüchtern. Dann sage ich auch, ich finde dich so und so. Ja. Also damals war ich schon schüchtern, aber nee, ich bin nicht. Na? Du bist ein Muslimane. Was ist ein Muslimane? Ich bin ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes. Ich bin ein Christ, ein Nachfolger Christus. Wer war Melchisedeks? Muslime sagen, warum ist er nicht unser Gott? Er ist Jesus gleich. Vergiss das, was sie sagen. Das ist kompletter Blödsinn, was die behaupten.
Allein wenn ich daran denke. Gehen monotheistische Christen in die Hölle? Monotheistischen Christen, die sind diejenigen, die auch an den wahren Gott der Bibel glauben, der auf jeden Fall Vater, Sohn und Geist Jahwe bezeugt, ne, und ist. Was meinst du mit monotheistisch? Es gibt keinen ein Gott, eine Person. Es existiert nicht ein Gott, eine Person. Gott hat einen Geist und Gott hat sein ewiges Wort. Du redest nicht, wie Jesus redet. Ja, schön für dich, meine Liebe, ne, wenn du mich Muslimane und so bezeugst, obwohl die ganzen anderen sagen, Alan, der Heilige Geist spricht aus dir, soll ich jetzt dir glauben, ne, der du nicht mal Jesus seinen Worten vertraust und wahrscheinlich nicht mal gehört hast? Oder soll ich es den anderen hören, die durch den Heiligen Geist mir Mut machen und mich loben für das, was ich mache? Stumm sie, ja, natürlich stumm ich sie. Es gibt überall Hater. Da sieht man auf jeden Fall, dass nicht nur Muslime auf jeden Fall mich haten, sondern da sieht man auch, dass auch Kuschel-Evangelisten und Menschen mich verurteilen, weil ich so straight bin und keine halben Sachen mache. Wir werden alle am Tag des jüngsten Gerichts dann in die Hölle oder Himmel einteilen, oder? Du wirst selbst jetzt nach dem Tod entweder in die Hölle oder in den Himmel kommen. Nach der Kreuzigung Jesu gibt es keinen Entschlafenen. Wir dienen nicht einen Gott der Toten, sondern einen Gott der Lebendigen. Es gibt keine Entschlafenen. Es gibt nicht die Legende und die Sektiere von den Zeugen Jehovas, dass die sagen, die Seelen entschlafen sind. Gibt's nicht. Nach der Auferstehung von Christus sind alle lebendig gemacht worden. Du wirst nach deinem Tod zurück nach Hause im Reich des Vaters ankommen oder du wirst in deinem Gericht, in deinem Urteilsspruch gerichtet in das Totenreich hinein und dort wirst du warten, bis du vor dem Richterstuhl des Christus Rechenschaft ablegst für dein Leben auf der Erde und dann wird das Tod und der Totenreich in die ewige Feuersee kommen, deren Namen von den Menschen, die nicht im Buch des Lebens gefunden wurden, ne? Dein Name kann nur im Buch des Lebens gefunden werden, wenn du glaubst, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist dein Herr und dein Gott, für deine Sünden, meine Sünden, die Sünden der Welt gestorben und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden. So, nur diese Seele und dieser Mensch steht auch im Buch des Lebens. Und darum müssen wir das Evangelium, die frohe Botschaft, predigen. Wir müssen den Leuten sagen, auf jeden Fall, dass jeder, der nicht den Heiligen Geist hat, dass jeder Mensch, der nicht die Wahrheit anerkannt hat in Christus, noch in seinem geistlichen Tod ist, ein Sklave seiner eigenen Sünde ist. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der trete vom Tod zum Leben hindurch. Aber wie soll Jesus zu sich selbst beten? Erstens, jeder Fleisch hat einen Gott, das Wort Gottes wurde Fleisch. Boom! Jedes Fleisch hat einen Gott, Gott, das Wort wurde Fleisch. Was bedeutet das? Das Wort Gottes wurde Fleisch, hat den Vater über sich, betet zum Vater. Der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Vater. Sie sind im Wesen, in der Natur eins, aber in der Person verschieden. Ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen meines Vaters. Zwei Willen, zwei Personen. Der Vater betet zum Sohn, der Sohn zum Vater. Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Wow. Also ich hoffe... Alan, was ist mit den Toten, die vor dem Herrn auf der Erde gelebt haben? Die Gerechten auf jeden Fall, ich mache die Kommentare aus, es wird mir wieder zu antichristlich, ich habe keine Lust, wenn die Followerzahlen, es geht mir nicht einmal um die Followerzahlen oder ob da viele Menschen reinkommen, mir geht es einfach darum, sobald wir auf 250 bis 300 bis 400 Zuschauer reinkommen, sind viele dämonisierten Geister, die hier einfach nur Quatsch mit Soße mir erzählen möchten und ich möchte in Ruhe meinen Livestream haben. Und das ist ein christlicher Livestream. Wenn dir das nicht passt, was wir reden hier, dann bist du nicht gezwungen, in diesem Live zu bleiben. Wenn du die Wahrheit hören möchtest, dann bleib da. Ansonsten nicht. Was passiert mit den Toten, die vor den Herrn Jesus Christus gestorben sind? Die sind entschlafen gewesen. Die Gerechten, die auf jeden Fall gottgefällig versucht haben zu leben und an Gott, den Herrn, geglaubt haben, ne, die sind im entschlafenen Zustand im Abrahams Schoß Totenreich gewesen. So, diejenigen, die auf jeden Fall nicht die Gerechten waren, ne, diejenigen, die halt wie bei der Arche Noah dahin gerafft worden sind, weil sie ein absolutes verderbliches Leben gelebt haben. Ich weiß nicht, ob sogar Jesus ihnen die Sünden vergeben hat, aber gehen wir davon aus, dass Jesus es nicht getan hat, dass sie nicht einer der Gerechten gelten, dann waren sie auch im Totenreich, aber in einem Bereich, wo sie leiden. Es gibt einen Bereich, wo man leidet und wo man nicht leidet.
Sheol Hades, Totenreich, wer das verstanden hat, dass dieser Bereich abgesichert ist von der wahren Hölle, die Feuersee. So. Dann auf jeden Fall, wie gesagt, die Gerechten sind entschlafen gewesen. Ne? So. Als Jesus Christus verherrlicht wurde, gekreuzigt und auferstanden, was tat Jesus in den drei Tagen? Da steht im Petrusbrief, Jesus ging in den drei Tagen ins Totenreich und verkündigte seinen Sieg, dass der Herr Jesus die Dämonen und den Teufel entwaffnete, nahm den Schlüssel des Abgrundes mit sich und hat die Gerechten mit sich auferweckt und mit sich in den Himmel entrückt. Jesus sagte zu dem Dieb am Kreuz, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, noch heute bist du mit mir im Paradies. Er hat die Gerechten, er hat den Dieb am Kreuz, er hat alle Gerechten aus dem Alten Testament genommen und ist mit den Gerechten in den Himmel und ist auferstanden. Und ja, sie sind lebendiger denn je. Glaube mir, die Heiligen jetzt im Himmel, die sind lebendig. Die warten auf dich. Deine Oma wartet vielleicht auf dich, dein Opa wartet vielleicht oben auf dich. Du weißt gar nicht, wie viele Menschen oben auf dich warten. Von Generation zu Generation haben sich da Leute angehäuft, die auch an den Sohn Gottes geglaubt haben natürlich. Was sagst du zu diesen Megachurches? Also diese Megachurches, die auf jeden Fall dafür bekannt sind, dass sie halt unbiblisch sind und verderbliche Lehren bringen, bin ich dagegen. Also der Teufel hat es leider geschafft, in vielen Gemeinden Besitz zu ergreifen und darin zu wohnen. Der Feind hat es geschafft, auf jeden Fall, dass verderbliche Lehrer verkündigen. Aber es muss kommen. 1. Timotheus Kapitel 4. Ne? Wie erkennt man christliche Sekten, auch wenn man nach einer Gemeinschaft sucht? Sekten sind Menschen, die auf etwas Genaues sich beruhen. Wie zum Beispiel Zeugen Jehovas mit ihren ganzen Jehova. Ich liebe Jehova, aber sie erkennen Jehova, den Herrn, nicht. Zeugen Jehovas sind dafür bekannt, dass sie zum Beispiel die Gottheit Jesu verleugnen. So, Sektierer. Sektierer ist Mormonentum. Mormonentum, die sich neben der Bibel noch das Buch Mormon nehmen. Und das Buch Mormon ist ein verderbliches Buch, hat nichts zu tun mit Gott. Und der Gründer des Mormonentums, auch wie Charles Tay Russell von den Zeugen Jehovas, glaube mir, die auf jeden Fall werden ihren Lohn auch empfangen für das, was sie den Menschen gegeben haben. Weil Jesus sagt ganz klar in Offenbarung 22, wer zu diesem Buch der Weissagung hinzufügt oder nimmt, der wird die Plagen dieses Buches empfangen. Was sind die Plagen? Die Feuersee. Man erkennt eine Sektiere auf jeden Fall. Moment, ich muss kurz eine Minute auf... Moment, meine Lieben. Leute, wisst ihr eigentlich, wieso ich pausiert habe? Mein Bruder bringt mir einen Döner und ich musste antworten, ob ich einen Döner möchte. Ich habe Hunger. Ich musste antworten, ich habe Hunger. Siehst du dich in deinen Augen als ein Mann Gottes? Absolut. Also ich habe mich damals vorher erkannt in vielen Sachen damals, als ich gesagt habe, ich bin auch ein Mann Gottes, aber ich habe mich ertappt in vielen Dingen, wo ich gesagt habe, bin ich überhaupt ein Mann Gottes? Aber jetzt in diesem Punkt und in meinem Zustand jetzt gerade kann ich voll und ganz sagen auf jeden Fall, dass ich ein Mann Gottes bin und dass der Geist Gottes Zeugnis gibt mit unserem Geist. Laut Römer 8 kann man sich selber beurteilen und prüfen, ob man überhaupt so ist, wie man eigentlich sein sollte. Prüf dich selber, sage ich dir. Ne? Prüf dich selber und frag den Herrn. Was denkst du, wie der Koran entstanden ist, weil es eine Ähnlichkeit mit der Bibel? Wie es entstanden ist, ein Mensch bekommt eine Offenbarung. Der Mensch, der die Offenbarung bekommt, was im Islam für mich ganz klar nicht göttlich inspiriert ist, Galater 1, Vers 8, so, der bekommt die Offenbarung, verdient sich Anhänger. Durch seine Anhänger bekommen Menschen auf jeden Fall die Verkündigung durch das Wort. Das Wort wird verkündigt und niedergeschrieben und fertig. So geht es.
Ich möchte irgendwann predigen, aber bin zu schüchtern und meine Stimme hört sich doof an. Bruder Nico, also ich denke, du hast eine wunderschöne Stimme und ich denke auf jeden Fall, du brauchst dich nicht zu schämen für das, was du hast und bist. Falls du das Wort verkündigen möchtest, dann sag dem Herrn, Herr, ich möchte verkündigen. Möchtest du das segnen? Soll ich das tun überhaupt? Weil viele haben nicht die Gabe des Evangelisten, sondern andere Gaben. Nicht jeder ist ein Prediger, nicht jeder ist ein Verkündiger, nicht jeder ist ein Evangelist. Es gibt andere Gaben auch auf jeden Fall. Frag den Herrn, ob du dazu berufen bist, das genau zu tun. Ne? Und nicht jeder soll auch das Wort lehren, denn die Lehrer werden von Gott beurteilt und strenger beurteilt. Alan, du hast ein barmherziges Herz durch den Heiligen Geist. Jesus liebt dich. Mexa, Gott liebt dich auch. Gott segne dich. Der Herr Jesus segne dich. Aber das nehme ich in Kauf, weil Jesus das Schlimmste für mich in Kauf genommen hat. Starke Aussage. Heißt es einmal Hölle, immer Hölle oder hat man nach dem Tag des jüngsten Gerichts noch eine Chance? Wer in den Totenreich kommt und nicht in den Himmel nach dem Tod, wird niemals aus der Hölle rauskommen. Bei uns gibt es nicht, dass du kurz reingebadet hast ins Feuer und dann rauskommen kannst. Die Hölle ist ewig und jeder, der ohne den Sohn Gottes stirbt, wird auch in die ewige Verdammnis kommen, laut der Bibel und laut den Worten des Herrn. Wollte es mir einen Gefallen tun? Es sind zu viele Kommentare, ich weiß nicht. Also vorher waren viele Kommentare. Aber ich werde jetzt auch offline gehen, meine lieben Geschwister. Wir haben schon 21.50 Uhr, 2 Stunden, 38, 2,5 Stunden. Ich werde gleich Essen bekommen und ich bekomme Besuch gleich. Ich wünsche euch alle gottesreichlichen Segen. Schreibt mir auf Instagram auf jeden Fall Alan Seelengewinner, falls ihr Fragen habt oder falls ihr mit mir reden wollt. Da bin ich noch aktiv bis locker 2, 3 Uhr in der Nacht. Instagram Alan Seelengewinner. Vielleicht komme ich später auch auf Instagram live. Also folgt mir dort. Vielleicht komme ich auf Insta live. Auf Insta bin ich immer privat mit den Ängsten immer dort. Da sind wir auch immer nur 20, 30 Leute. Folgt mir auf Instagram. Dort werde ich wahrscheinlich später live kommen, wenn ich auch die Motivation und alles dafür habe. Instagram Alan Seelengewinner. Ich wünsche dir und deiner Familie Gottes reichlichen Segen. Der Herr Jesus segne dich auf jeden Fall und möge der Herr sich dir und mir erbarmen und ich bete zum Vater im Namen Jesus Christus, dass alle Menschen und Seelen auf dieser Erde den Herrn Jesus Christus, den Weg und die Wahrheit und das Leben erkennen. Ne? Ich bete auf jeden Fall, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, das Evangelium zu hören, verstehen und anzuerkennen. Ne? Jesus Christus liebt dich, er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Er kam in seine Schöpfung, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geschaffen. Die Welt erkannte er nicht, er kam in sein Eigentum, in seine Schöpfung. Doch die Schöpfung, die Menschen nahmen ihn nicht auf. Alle Menschen aber, die Jesus aufnahmen und an den Sohn Gottes glaubten und immer noch glauben, denen gab er das Anrecht, seine Kinder zu werden. Das Wort wurde Mensch, wurde Fleisch. Der Schöpfer kam zu uns, hat sich seine Allmächtigkeit dargelassen, kam in seine Göttlichkeit und seine Menschlichkeit ganz demütig als ein Mensch in eine Krippe zur Welt, weil er dich liebt und möchte, dass du ewiges Leben hast. Er hat ein perfektes, heiliges Leben geführt und starb am Kreuz von Golgatha und sagte, es ist vollbracht. Welcher Mensch sagt vor dem Tod, es ist vollbracht? Was meint er damit? Er hat deinen Weg zum Vater freigemacht. Er hat den Fluch, die Krankheit und die Sünde alle Menschen auf sich genommen. Und jeder, der jetzt von nun an ihn glaubt, an den Sohn Gottes und was er für ihn am Kreuz getan hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Also glaube an den Sohn Gottes und du hast ewiges Leben und Gottes reichlichen Segen. Danke, Cindy, für dein Geschenk und danke an alle, die vorhin Geschenke gesendet haben. Danke fürs Unterstützen. Gott segne euch alle. Macht's gut.